Da brauchen wir. Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank. Hallo. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich nehme es als Beifall und nicht als Freude darüber, dass ich jetzt aufzuhören gedenke. Wir sind heute in Frankfurt am Main. Vor 40 Jahren hat es für mich in Frankfurt angefangen. 1947 kam ich zum ersten Mal nach Frankfurt, spielte bei Fritz Raymond, kleinen Theater im Zoo. Etwas ist mir aufgefallen. Damals war Frankfurt am Boden zerstört und es wurde gebaut und gebaut und gebaut. Und heute schaue ich von gegenüber vom Pacific Hotel da weit rüber über die ganze Stadt. Alles ist wieder aufgebaut, es wird trotzdem gebaut und gebaut und gebaut. Hört das hier nie auf? Das ist ja schon nicht mehr... Wahnsinn! Wir wollen es umtaufen, wir wollen es nicht Frankfurt am Main nennen, sondern Frankfurt am Bau. Und jetzt habe ich gehört, hier draußen, der Platz ist schon bestimmt, Europas höchstes Bürogebäude soll dahin kommen. 252 Meter hoch, für den Spottpreis von 350 Millionen. Also da kostet so ein Meter von dem Riesenhaus nur ein bisschen über 1 Million. Ich finde das preiswert. Und ich werde es mir nicht bauen lassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nachher im Endeffekt doch ein bisschen teurer wird. Und ich freue mich, wenn ich in 40 Jahren wieder in dieser Halle stehe. Diesen Applaus kann ich nun gar nicht deuten. Dann wird dieser Turm fertig sein. Hoffe ich. Oder die, die ihn errichten wollen, sind schon vorher fix und fertig. Meine Damen und Herren, ich habe nur eine Bitte eigentlich. Also, Sie wissen ja, und es ist ja auch nett, es ist ja alles prima, aber es gibt Schlimmeres auf der Welt. Ich habe mich gefreut, dass die Presse ja, wenn ich gewusst hätte, wie gut ich bin, hätte ich ja schon vor 5 Jahren aufgehört. Wir wollen uns doch den Abend nicht verderben lassen, dass wir sagen, ach Gott, nun ja, ach warum und was machen wir nicht. Wir wollen doch jetzt einen richtig schönen, wie immer. Wer denkt denn jetzt dran, was nachher sein wird? Außerdem, ich muss ja gar nicht aufhören, ich kann ja überziehen, immer weiter, immer weiter. Nicht? Also, ja, wir sehen, die haben da so ein bisschen kaltes Buffet vorgeredet schon. Wahrscheinlich ist das damit, falls ich ein bisschen, wenn es nach Mitternacht wird und so, damit wir uns auch ein bisschen einen Happen stärken können. Also ich wünsche uns allen nochmal richtig so einen richtigen schönen, mit Heinz Schönberger sogar. Eine Alliteration, Heinz. Ich freue mich. Sicher nicht. Nein, mach. Meine Herren, mit Dank. Ja, das ist aber eine Überraschung für mich. Das habe ich heute Morgen, hattest du was anderes an? Ja, doch, ja, gar. Das ist aber jetzt ganz süß. Silvester reißt man sowas immer auseinander, nicht? Dann tut es einen furchtbaren Knall und dann kommt auf an, wer das bessere Stück erwischt hat. Ist ja immer eins lang und eins kurz und das ist dann natürlich wieder Ansichtssache. Gabi, ganz besonders, aber du hast dich heute überschlagen. Ehrlich, wunderbar. Aber... Es ist ja nicht so, dass ich an meiner Garderobe nichts gemacht hätte. Ne? Mein lieber Freund und Garderober hat die Hose 2 Zentimeter weiter gemacht für heute Abend. So ist ja nicht. Darf ich jetzt bitten, Heinz, schaffst du es nochmal richtig so aus dem Vollen? Darf ich bitten? Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wunderschön. Sie sind noch gerade rechtzeitig gekommen. Nächster hätte Ihnen das nicht mehr gelingen können. Und Sie sehen eine volle Festhalle, eine festliche Stimmung.
Nur der Preis ist der gleiche und ich meine, 8 Riesen ist ganz schön, nicht? Steuerfrei. Wer ihn kriegt, einer wird gewinnen in 2 Stunden, 2,5, 3 Stunden. Wissen wir es? Bitte nehmen Sie Platz und die Damen aus der Schweiz und Österreich folgen mir unauffällig zu dem grauen Punkt in meinem Leben. Guten Abend. So eine Riesenhalle und kein Platz am anderen. Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie kommen aus der Schweiz? Ja. Dann kommt die Zwangsläufe aus Österreich? Ja. Von wo kommen Sie? Ich komme aus Schwarz in Tirol. Aus Schwarz oder Schwarz? Nein, ohne R. Schwarz. Ohne R. Aus Schwarz? Ja. Mit einem oder 2 A? Mit einem. Einfach Schwarz? Einfach Schwarz, ganz ja. Einfach. Wie viele Einwohner hat Schwarz? 11.000. Oh, das ist schon eine ganze Menge, das müssen wir ja eigentlich wissen. Schwarz in Tirol, was macht man da hauptsächlich? Skilaufen? Ja, es ist eine kleine Industriestadt, Fremdenverkehrsstadt. Es ist eine ganz nette Stadt und es wäre es wert, einmal besuchen zu kommen. Jawohl, jetzt ist es natürlich ganz klar. Jetzt gleich nicht. Was machen Sie in Schwarz? Ich bin jetzt Hausfrau und Mutter von 2 kleinen Kindern. Hausfrau und Mutter? Haben Sie genug zu tun? Ja, habe ich schon. Ja. Und Sie fühlen sich wohl? Sind Sie Schwarzerin? Ich bin ganz echte also Schwarzerin. Ja. Alles völlig klar. Und Sie kommen aus? Ich komme eigentlich aus Luzern. Eigentlich? Ja. Und was ist, wo kommen Sie wirklich her? Ich wohne und arbeite in der Nähe von Zürich. Wo? In Horgen arbeite ja, ich. Ja, Horgen, weiß ich. Ja. Da gibt es die Faulwerft. Horgen, das heißt, da werden Schiffe gebaut, das wissen Sie gar nicht. Dort, wo ich eigentlich wohne, werden auch Schiffe gebaut. Werden auch Schiffe gebaut? Ja. Das ist schon sehr sympathisch. Wo Schiffe gebaut werden, da lasse ich ruhig nieder. Gut. Und was schreiben Sie da? Was ich dort ja? treibe? Was Sie, ja, Beruf, Arbeit natürlich. Ich arbeite bei einer internationalen Firma und bin dort in der Personalabteilung und helfe den ausländischen Mitarbeitern, die zu uns transferiert werden, ein bisschen sich zurechtzufinden in der ersten Zeit. Haben Sie noch eine Menge zu tun? Ja, doch. Was macht ihr denn? Internationale Firma? Macht nichts, also. Was macht ihr? Keksdosen oder Flaschenöffner? Wir sind ein Chemiekonzern. Ein was? Ein Chemiekonzern. Ein Chemiekonzern? Ja. Ah, das sind die, ihr macht so diese Sachen, wenn man die ins Wasser tut, wird es glasklar und ja. Kriegt Trinkwasserqualität. Wir machen ganz Verschiedenes. Ist ja auch nur ein Scherz, ne? Ich hab's fast gedacht. Ja. Und das Ganze findet statt am Zürcher See? Nein, wir sind das Hauptquartier von Europa. Wir haben eigentlich praktisch keine Produktion, sondern mehr Administration. Eine mehr was? Administration. Ja. Das ist ja überhaupt, das wird ja immer mehr. Es wird immer mehr administriert und immer weniger produziert. Eines Tages werden wir uns alle nur noch verwalten und gehen, Mensch, tut mir eigentlich was. Das ist auch sehr schön. Wozu haben wir die Roboter? Ne? Gut, dann fangen wir doch mal an. Schauen Sie hier, wenn Sie vielleicht hier links Platz nehmen würden und da, Sie müssen nur so Stand nehmen, dass Sie nicht dran vorbeigucken können. Bitte schön, ja? So. Hier links, das ist jetzt also ein Wunsch von mir gewesen. Ich habe mir heute einen Wunsch erfüllt. Es gibt so viele liebe Kolleginnen und Kollegen, die mit mir seit, ich will nicht uncharmant sein, aber vielen Jahren verbunden sind durch Tourneen, durch bunte Abende, durch Sendungen dieser Art. Und wir kennen uns so gut. Ich habe gedacht, das wäre doch schön, wenn am letzten Tag so ein paar, da kommen, ist man nicht so alleine. Und ein paar von ihren alten Hits, wie das so schön heute heißt, singen. Ohne Rücksicht auf die Reihenfolge. Sagt, jetzt kommt Maria Mucke, Mona Baptiste und Bibi Johnson und Gerd Wendland und Paul Kuhn und Bill Ramsey. Jetzt heißt er Wilhelm Ramsey, er hat einen deutschen Pass. Das hört er natürlich nicht gerne, aber ich sage das immer zu ihm und da er viel Humor hat, nennt er sich schon am Telefon immer Ramsey. Billy ist auch einer von den ganz alten lieben Kumpeln. Und hier sind die Schlagerlieder, die da gesungen werden. Das werden Sie gleich hören. Pigalle, Lalleliu. Und Sie sollen nur den richtigen Schlager oder den richtigen Namen zu dem Schlager Lied. Und ich bin überzeugt, Sie können sich erinnern. Sie waren damals wahrscheinlich nicht geboren, aber als Sie dann zur Welt kamen, hat Ihre Mutter das geträllert. Und man kennt es heute noch. Und hier im Saal sind viele Herrschaften, die auch die 30 überschritten haben und die werden sich mit Freude daran erinnern. Und Mona Baptiste macht den Anfang. Darf ich bitten? Mir ist komisch zumute, ich ahne und vermute, heute liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der liegt heute in der Luft. Ich könnte weinen und lachen
und lade unseren Magen heute mit was in der Luft. Ein Duft, der Locken ruft. Es liegt was in der Luft. Nun, das ist kein Alltag, so trübe und grau. Das ist ein Tag, wie der Frühling so blau. Das ist ein Tag, wo ein jeder gleich spürt, dass noch was passiert. Mir ist so komisch, so mute, ich ahne und vermute, heute liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der liegt heute in der Luft. Statt weiß, trag rot, das ist die Farbe der Liebe. So weiß der Mann gleich Bescheid. Trag blau statt grün, das ist die Farbe der Treue. Dann spricht für dich dein Kleid. Wenn du eifersüchtig bist, trage gelb, wenn er dich oder zieh mal lila an, dass er nichts erraten kann. Statt weiß, trag rot, das ist die Farbe der Liebe. Die kennt ein jeder Mann. Schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lalilu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuh und die sind genau so müde. Geh jetzt zur Ruhe. Kommt dann der Sandmann, leise tritt er ins Haus, sucht aus seinen Träumen dir den schönsten aus. Lalilu, wo der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Biegerle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Biegerle, Biegerle, der Speck in diese Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Da sieht man Deutsche, Dänen, Schweiz und auch Schweden, die dann ein Leben lang von dieser Reise reden. Ho! Biegerle, Biegerle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Oh la la, ich bin da, in der herrlichen Stadt an der Seine. Oh, ich finde Paris ja so schön, und heute Nacht hab ich was Tolles gesehen. Biegerle, Biegerle, so heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Thank you.
deines Lieb verfallen geben. Mehr hab ich nicht, ich bin ja nur ein Vagabund. Ich kenn die Welt bei Wind und Regen. Wohin ich komme, lockt für mich ein roter Mund. Mir hat das Glück so viel zu geben. Doch wenn's am schönsten ist, dann muss ich leider gehen. Ein weiter Weg ist dieses Leben. Doch überall, wohin ich kam, da war es schön. Die Welt ist groß und rund. Ich bin ein Vagabund. Mona Baptiste, Wilhelm D., Bibi Jones, Gerhard Wendland, Maria Mucke und Paulchen Thun. Ich danke euch. Ja. Und so ist es ja nicht. Drei sollten Sie raten, Sie haben gleich alle sechs dahin gehängt. Heute liegt was in der Luft, Mona Baptiste, Farbe der Liebe, Paulchen Thun. Maria Mucke, Lalelu, Pigalle, Remse, zwei Herzen im Mai, Bibi Jones, Wendler, alles klar. Drei sollten es nur sein. Mona Baptiste, Paulchen Thun, Bilrem, auch drei. 3-3, darf ich bitten. Alles ist wunderbar. Sie haben sich mehr Mühe gegeben, als nötig war. Sie wollten zeigen, dass Sie alle noch kennen. Dankeschön. Es geht weiter. Sind Sie? Hallo? Ah, ja, da. Ja. Das, Sie werden schon weggelaufen. Spielen Sie ein Instrument? Ja, Klavier. Klavier? Ja. Richtig schön. So. Aber ich habe seit 5 Jahren nicht mehr spielen können. Sie haben seit, warum haben Sie nicht spielen können? Ihr Nachbar wollte nicht? Oder? Ja, genau. Aber ich kaufe mir jetzt ein Klavier. Neuen Nachbarn? Nein, den kann ich nicht ändern. Den Nachbarn kann man nicht. Was kaufen Sie jetzt für ein Klavier? Ein Klavinova. Nein, da kann man die Lautstärke einstellen. Und wenn ich dann übe abends, dann stört das niemand. Der hat tatsächlich gemeckert? Nein, hat er nicht. Aber ich will es da gar nicht drauf ankommen lassen. Ach so, ja. Ja, aber warum haben Sie dann 5 Jahre nicht gespielt? Weil Sie 5 Jahre Angst hatten, dass der das hört. Ja, ich finde, das ist nicht gut, wenn man da so stört. Und während dem Tag kann man ja nicht üben, wenn man arbeitet. Und was ist das für... Sind Sie verheiratet? Nein. Ist der verheiratet? Ja, ich habe viele Nachbarn. Also dann nehmen Sie doch einen, mit dem Sie vierhändig spielen können. Da kann doch gar nichts passieren. Das ist eine gute Idee, ne? Ja. Und wenn Sie sich gut verstehen, hört man nachher auch gar nichts mehr. Dann werden Sie nicht dauernd spielen. Ne? Schön. Das ist eine Möglichkeit. Und jetzt, ja, da gibt es also was, das ist so leise, dass man es gar nicht hört. Oder man kann es auch laut Sie machen, natürlich. Aber das kann man es auch ganz leise machen, ja, dass man gar nichts hört. Kann man. Wie ein Instrument für mich zum Beispiel. Ja. Ne? Dann kann ich auch Klavier spielen. Man hört gar nichts. Spielen Sie auch ein Instrument? Nein, ich singe gern. Sie singen gern? Ja. Sie haben Ihr Instrument, Ihre Kehle. Ja. Ja, was singen Sie? Singen Sie richtig so im Gesangsverein? Nein, oder? Nein, ich singe meinen Kindern was vor. Wie alt sind die denn? 1 und 2. Ja, da geht's noch da. Wissen Sie nicht, was? Da wissen Sie nicht, was das sein soll. Ja. Aber ich erinnere mich, wenn meine Mutter uns was vorgesungen hat, das ging ja auch noch. Aber als wir dann so in die Pflegeljahre kamen, nicht? Da hat die was zu hören, nicht? Ich sag, Mutti, komm bitte, bitte. Ne? So. Also singen Sie, solange die Kinder sich das gefallen lassen. Denn singen ist was Schönes. Ich singe auch wahnsinnig gerne, aber auch nur, wenn ich alleine bin. Schön. Jetzt geht's los. Das ist der Heinz Schönberger, unser Bandleader. Und Heinz, jeder normalerweise. Aber man hat immer das Gefühl, der steht da vorne, weil er kein Instrument spielen kann, nicht? Die anderen spielen alle und der macht immer nur so, es haben sie ihm weggenommen. Oder er kann es nicht. Er kann es und wie er es kann. Und jetzt spielt zunächst also Heinz Schönberger. Und ich sage Ihnen gleich, er spielt La Paloma. Aber außer La Paloma, er hat ja auch noch sein Orchester, das lässt sich ja auch nicht lumpen, nicht wahr? Er und Orchester zusammen spielen La Paloma. Aber da ist noch was anderes dabei, sagt man uns, nicht? Da werden Sie noch eine andere Melodie hoffentlich erkennen. Und da, jetzt geht es gleich weiter, da sehe ich schon Slava Kantschew, Peter Horton, elegant, liebenswürdig wie immer, öffnet den Flügel. Und die beiden, auch dafür freue ich mich, sage ich schönen Dank, komm, mehr machen auch nur ein ganz klein bisschen Musik, sonst machen sie ja ganze Abende, ein ganz klein bisschen. Und es ist Moskauer Nächte. Aber nicht nur, das werden Sie, glaube ich, bestimmt hören, die beiden verstehen sich sonst sehr gut, aber
in diesem Falle spielt jeder was anderes. Und trotzdem passt es zusammen. Das sind die glücklichsten Ehen, wo jeder seine Individualität und seine Eigenheit behält und trotzdem passen sie zusammen. Ist das bei Ihnen auch so? Ja. Sehen Sie? Ja, und dann last not least, Helmut Zacharias. Sie sehen, heute ist ein Freundestreffen. Helmut Zacharias, Mackie Messer, kennen Sie, nicht? Und da ist auch. Und das ist nicht ganz einfach, das ist für mich das Schwerste. Habe ich lange gebraucht, bis mir es einer gesagt hat, was es ist. So, und nun, lieber Heinz, der lange Rede kurzer Sinn, fang an. La Paloma, bitte. Vielen Dank, ihr Lieben, vielen Dank. Beim letzten Schlenkerer, den der Helmut da gespielt hat, da war es nochmal drin, was wir meinen. Darf ich mit Ihnen den Anfang machen? Sind Sie so nett? Wie da die Moskau-Nächte denke. Sie wissen doch, der Russ ist doch nach Moskau geflogen, ja? Wissen Sie, warum der durchgekommen ist? Früher hat die Flak immer so gestanden, die mit der Wodkaflasche, haben immer so geguckt. Und seit Gorbatschow machen sie immer nur so. Deswegen. Ist nicht von mir, aber ist auch so blöd, dass ich gedacht habe, den erzähle ich mal. Ja. Wie war es denn zum Beispiel mit unserem Freund Schönberger, mit La Paloma? Was war da noch mit drinnen? Ich glaube, es war Carmen. Richtig, Carmen! Sehr schön. Das zweite fand ich leichter. Das war Hammelfly.
Ja, Hammel, ja. Rimsky-Korsakow, Hammelfly heißt das. Fliegender Hammel. Hummelflug von... Ja. Heißt das Hammelfly? Ja? Ich hab gemeint. Ich kenn's nur in Russisch. Wie heißt es in Russisch? Keine Ahnung. Was? Umlauf. Aeroflotsky. Gut, Hummelflug, Rimsky-Korsakow. Okay, und das letzte war das Schwerste. Haben Sie es mitgekriegt? Ich habe gar nichts gehört. Ich habe keine Ahnung. Sie haben aber laut gespielt. Also, da müssen Sie doch schon mal einen Ohrenarzt aufsuchen, wenn Sie das nicht gehört haben. Ich habe es nicht gehört. Gehört haben Sie es? Ja, aber ich habe keine Ahnung. Haben Sie herausgehört? Nein. Er hat am Schluss noch diesen gemacht. Piep, 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 piep. Sprecht, wer seid ihr? Ui. Puccini, man kann ja nicht alles wissen. Ist ja auch vollkommen lecker. Mackie Messer und Bohème. So, 5 Punkte muss man ja erst machen. Ist sehr gut. Darf ich mal bitten? Nehmen Sie so lange Stuhl, damit Sie nicht ermüden. Bitte. Jetzt sehe ich ja, Sie haben ja eine Toga an. Ja. Ist das jetzt der Letzte, der den Jesse kriegt? Ja, schon. Toga. Sie wissen, die alten Römer, als sie anfingen, immer eitler und übermütiger zu werden, da gingen sie zugrunde und die trugen ja Togen. Und man sagt ja, wir haben ja auch schon so einige Eigenschaften entwickelt, wo man sagt, Kinder, das geht nicht mehr lange gut, vielleicht noch ein paar hundert Jahre und dann ist Schluss. Das fängt mit der Toga an, da wäre ich sehr vorsichtig mit Toga. Sehr vorsichtig. Obgleich es für mich günstig wäre. Da muss man nicht die Hose weitermachen, da macht man einfach so. Ne? Und man hat mal wieder für 6 Kalbsteaks Ruhe. So. Was haben Sie... Was haben Sie gehört beim Heinz Schönberger? Ich habe nur das Erste gehört. La Paloma. Ja, und da hinten haben die doch ganz gewaltig mitgemacht. Ja, das war Toreador aus Carmen. Ja! Ja, auf in den Kampf Trocadero. Ja. Richtig. Und das Zweite habe ich gekannt, aber ich erkenne es nicht. Ich kann es nicht sagen, was das ist. Und das Dritte habe ich gar nicht gehört. Komisch, ihr müsst beim Dritten leise gespielt haben. Ihre Kollegin hat auch gesagt, ich habe das Dritte nicht gehört. Nein. Aber die haben doch so laut gespielt. Ja, also sie haben nicht rausgehört, was ich... Ja. Das Zweite kennen Sie. Sie wollen es nur nicht aussprechen. Nein, ich würde es gern aussprechen, wenn es aber? Ist. Ja, ich weiß es nicht. Aber Sie kennen es. Sie kennen die Melodie, aber Sie wissen nicht, wie es heißt. Nein, ich kann es nicht sagen. Es tut mir leid. Schade. Ja. Und wenn ich es Ihnen jetzt sage, kennen Sie es dann? Wirklich? Das nennt sich Hummelflug. Ja. Ne? Von Rimsky-Korsakow. Ja. Rimsky-Korsakow. Ja. Aber das haben Sie gekannt. Ja, ich habe es gekannt, glaube ich jetzt. Das ist immer das besonders Furchtbare, wenn man etwas kennt, sich ausspricht. Und das Dritte haben Sie nicht gehört. Nein. Das Dritte, da war am Schluss, ich habe das schon mal vorgemacht, und mit der kleinen Geige, nicht? Wenn Sie, das Orchester hat es ja gespielt, aber der Helmut hat in seiner ungeheuren Güte am Schluss noch einen kleinen Schlenker dran gemacht und hat gemacht, piep, 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 piep. Ja. Sprecht, wer seid ihr? Und da geht es los, man nennt mich Mimi. Ich weiß nicht warum, das ist ein ganz dummer Text, ich weiß nicht warum, man soll das auch lassen, aber gut. Das war Bohem. Wie schaut es denn jetzt aus? 5-4. Gold. Sie bekommen Gold. Danke. Gold. Sie wissen, dass man in Österreich keine Goldmünzen haben darf. Wissen Sie das? Ja, also Sie können damit gar nichts anfangen. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie... Dankeschön. Wir sehen uns dann noch einmal. Ja? Danke Ihnen, dass Sie kommen. So, meine Herren. Jawohl, ein Applaus für unsere vielwissenden Damen. Aber jetzt muss ich raten. Herr Bänisch aus Deutschland und Ihren Gau aus Irland. Jetzt muss ich mir... Gau heißt das. Gau. Sind Sie selber? Ja. Dann nehme ich es Ihnen ab. Dann müssen Sie es ja wissen. Meistens sind ja die Deutschen, die alles besser wissen. Ich hätte mich ja nicht gewundert, wenn er der Herr Gau wäre und Sie hätten mir erklärt, wie man es ausspricht. Sie heißen also Gau. Gau, ja. Wie in Oberammergau, ja? So ja, spielt man na, das aus. Einfach so. Ja, einfach so. Gut. Waren Sie mal in Oberammergau? Niemals, nein. Niemals. Da fahren Sie doch hin, das gehört doch Ihnen zum Teil. Ne? Mr. Gau. Und Sie heißen Ian. Ian, genau. Ian. So, wie der Ian Smith, der ehemalige Premierminister von Rhodesien. Rhodesien, ja. Gibt es den eigentlich noch?
Ja, er lebt er noch? Lebt, ja, ja. Wo? Ein sehr alter Mann. Er lebt noch. Sehr alter Mann. Also die Pöbeleien. Aber der Mann wird eben auch mal älter, nicht? Der Ian Gau. Das war der Ian Smith. Was machen Sie, Mr. Gau? Also ich bin als Jurist ausgebildet. Aber Sie machen keinen Gebrauch davon. Und jetzt versuche ich, in einen anderen Bereich zu kommen, in dem ich meine deutsche Kenntnisse ausnutzen kann. Ne? Zum Beispiel in den Handel. Ach so, ich dachte, also ich möchte mit Deutschland handeln. Sie möchten mit mir handeln? Ja, also ich habe meine Visitenkarte hier. Ja, gib mal her. Wenn's wollen, ne? Ja. Das ist doch wunderbar. Ja, das ist doch fabelhaft. Dankeschön. Ja. Ich habe auch eine größere, das ist für die Zuschauer. Ah ja. Damit sie also wissen. Mhm. Ja, ja, ja. Immer die Werbung muss man ja ausnutzen. Ja, so, ja. So. Here and go. Ja. Import. Ja. Und ja. Das hat meine Frau gebügelt, bevor ich von Schottland kam. Ja, 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 sonst das kann man ja das nicht lesen. Aber Sie sind Schotte. Ich bin Schotte, ja. Da haben Sie heute Abend schon mal wieder was gespart, nicht wahr? Dass Sie hier die Werbung verbreitet haben, Mr. Gau. Ja. Aber ich danke Ihnen, das haben Sie sehr hübsch gemacht. Das stimmt übrigens überhaupt nicht, dass die Schotten sparsam sind oder geizig. Ist überhaupt nicht wahr. Ich weiß, woher die Geschichte kommt. Früher die Studenten, die nicht keine Hetze gegen England jetzt, aber die waren damals doch diese. Und die armen Schotten kamen und waren immer diejenigen, die halt ganz froh waren, wenn ein anderer das Bier bezahlt hat. Nicht? Das ist ja logisch. Haben sie gesagt, die sind geizig. Nein, die waren arm gemessen an den Engländern. Ja, ja. Ich war schon in Schottland, da war kein Mensch geizig. Da haben wir immer schön einen geschluckt. Sie haben deutsches Bier getrunken, ne? Ja, ja. Ich merke es, ja? Ja gut, da kann ich Ihnen nur alles Gute wünschen, dass das läuft. Alles im und exportieren Sie, ja? Ja, also ich komme nur jetzt in diesen Bereich. Ich versuche mich selbstständig zu machen, ja? Gut. In der letzten Zeit. Wir werden ihm alle helfen, werden alle mal ein Buddel Bier importieren aus Schottland. Endlich zu Ihnen, Herr Benisch. Aber das war sehr ergiebiger Herr aus Schottland. Sehr geschickt gemacht, auch noch klein seine Geschäftchen hier noch. Also Gott sei Dank solche hier. Und was treiben Sie denn, Herr Benisch? Ich komme aus Freiburg und bin in Freiburg bei einem Verlag. Freiburg an der Lahn? Freiburg. Freiburg. Im Breisgau. Und bin dort bei einem Fachbuchverlag beschäftigt. Und dieser Fachbuchverlag, der veranstaltet Seminare. Mhm. Und für diesen Seminarbereich bin ich zuständig. Aha. Und welche Werbung haben Sie jetzt vor, auszubreiten? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich darf das nicht sagen. Ja. Ich würde es glatt machen. Ja. Na, wunderbar. Ja, sind Sie so nett? Sie haben jetzt schon so lange gewartet. Ja, ja. Wir sind noch eine Minute warten. Ja, Mr. Gabi, warten ist ja ein Vergnügen. Okay. Nee? Ja. Mr. Gau? Ja. Let's go. Ja, yeah, okay. So. Schauen Sie mal den Kleinen, ist der nicht süß? Sehr süß. Ja. Der Kleine. 5 Jahre ist er. 5 Jahre, du bist ein ganz liebes Kerlchen. Jo. So. Ich stelle sie Ihnen vor, ein Kolkrabe heißt es bei uns. Das ist, wie Sie sehen, ein Bär, ein unverschämter Bursche. Wie alt? 8 Monate. 8 Monate. Gehen Sie nicht zu nah ran, der hält Sie für den Appel. Ein Känguru, genau genommen ein Zwergkänguru, stimmt's? Ein Bennett-Känguru. Ein was für ein Ding? Ein Bennett-Känguru. Ein Bennett-Känguru. Aber die sind doch ein bisschen kleiner als die anderen, ne? Ja, es gibt verschiedene Rassen. Und warum heißt Bennett? Hat das ein Herr Bennett erfunden? Nein. Also gekreuzt, wissen Sie nicht, ne? Ein Bennett-Känguru. Sind die brav und lieb? Ja. Der beißt nicht? Der beißt nicht. Ich muss ja nicht alles probieren. So, hier ist unser Elefant. Und da hinten dürfen Sie Finger nicht reinhalten. Aha. Das sind 2 Schildkröten, ja, aber die beißen. Ehrlich. Wir haben hier, unsere Techniker haben damit gearbeitet. Eigentlich müssen Sie jetzt schon beide Hände nehmen, wenn Sie 3 Bier bestellen wollen. Also die haben da ganz schön zugeschlagen. Und das da ist ein Varan. Die werden bis zu 3,5 Meter lang. Ne? Das ist ein kleiner Varan. Ein Kleivara. Kleiner Varan, nicht? Ja. Wie alt ist denn der Knabe? Der ist jetzt ca. 5 Jahre alt. 5 Jahre? Und wie groß? Der ist jetzt 1,10 Meter. Aber war ich auch nicht größer mit 5 Jahren. Gut. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt meine Frage. Ja, okay. Mr. Gau, wenn Sie mich nicht verstehen, ich sage es gleich. Sagen es gleich und nicht antworten. Na, hier haben Sie auch noch richtig geantwortet und haben gesagt, habe ich gar nicht gewusst. Welche Tiere, die da oben gelten nicht, das ist Bühnenbild. Die habe ich schon gesehen. Das sind Dinosaurier. Die sind schon in Schottland. Loch Ness. Ja, genau. Ja, 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 da sind die ja zuhauf.
Nur die verbergen sich da immer, damit sie keiner sieht. Wir haben sie heute Abend hierher gebeten. Sie sind auch gekommen, wie Sie sehen. Der Appel ist alles, bist du dran. Das kenne ich schon. Mhm. Welche Tiere sind die ältesten auf dieser Erde? Also der Mensch ist ja ganz jung, nicht? Ja. Welche Tiere sind die ältesten von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen? Suchen Sie sich aus. Also was glauben Sie? Die drei. Drei? Drei, ja. Nur drei, die drei Ältesten. Die drei Ältesten, ja. Also, jetzt geht's los. Hier muss man pausenlos füttern, sonst wird er nämlich frech. So. Das ist ein lustiger Kerl. Also, sage es. Schildkröte, Waran, hier Bärli, Känguru, Kolkrabe. Das macht ja nichts. Der erste, ich soll nicht die Reihenfolge ist egal. Die drei Ältesten. Die drei Ältesten. Reihenfolge ist egal. Okay. Brauchen wir nicht, ich spreche perfekt Irisch, Schottisch und Englisch. Ich. Weil er so gut Deutsch kann. Drei. Also diese. Der zum Beispiel, der Waran, jawohl. Der hat auch schon über 100 Millionen Jahre auf dem Buckel. Die Schildkröten. Schildkröten, das sind die allerältesten. Ja. 250 Millionen Jahre gibt es bereits Schildkröten. Mhm. Die sind nicht. Mhm. Ja, du möchtest was haben, jo, mein Schatzeli, ich habe aber nichts für dich. Nö. Magst du den Waran haben? Und der Elefant, ja? Nein, der Elefant nicht, aber die beiden sind richtig. Schildkröten sind die ältesten. Waran und Känguru. Aha. Sind gleich alt, 100 Millionen Jahre. Zwei Punkte ist eine ganze Menge. Ich gehe mit Ihnen da mal rüber. Danke. Und dann holen wir den Herrn Benes. Ja, Herr Benes, darf ich Sie bitten? Sie wissen, es hat eher Tiere auf der Welt gegeben als Menschen. So ist das ja. Menschen sind ja ganz jung. Die ältesten aufrecht gehenden Wesen, die schon Werkzeuge benutzten, aber hatten ein Gehirnvolumen wie eine 500er Victoria, also, nicht? Erst später heute der Homo sapiens sapiens, der hat so ungefähr das Gehirnvolumen von einem Mittelklassewagen, nicht? Also weiter haben wir es noch nicht gebracht, bis zur Mittelklasse. Und das sind die Menschen, der Mensch nach der Zerstörung der Eiszeit ist 40.000 Jahre alt. Und da vorher so 300.000, 400.000 Jahre. Und diese Tiere sind ja Millionen, hat man die in Ruhe gelassen. Ja. Gut, und jetzt? Wollen wir mal feststellen, wie heißt der eigentlich? Rambo. Rambo! Ja. Rambo Zambo, mein Junge. So. Jetzt wollen wir feststellen, Sie sehen einen Kolkraben, einen Bären, ein verfressenes Kerlchen, einen Elefant, der kriegt gar nichts mehr. Der tut mir direkt leid. Zucker habe ich keinen dabei. Was geben wir dem Kindern? Eine Banane Zucker da. Wenigstens mehr. Wie können Sie doch denken, dass wir Elefanten hier haben? Ein Waran, also eine große Echse, die werden bis 3,5 Meter lang. Ein Känguru. Schildkröten. Ja. Kolkraben, Bär und ein Elefant. Mhm. Welches sind die drei ältesten Tiergruppen? Muss das nach der Reihe sein? Nein, oder einfach? Drei, die drei ältesten. Jetzt nicht allerälteste, zwei, dritten nicht. Einfach die drei ältesten. Kann ich ganz einfach, also probieren müssen. Können Sie ganz einfach. Ganz einfach runtermachen, ich würde mal sagen, der Waran. Ich würde mal sagen, der Waran. Dann Schildkröte. Haben Sie getroffen, Schildkröte? 250 Millionen Jahre gibt es Schildkröten. 250 Millionen hatten diese Viecher ihre Ruhe und dann kamen wir. Und dann würde ich sagen, das Känguru. Wie kommen Sie auf das Känguru? Da freut er sich. Das stimmt. Ich glaube, dann kommt der Vogel. Kommt der Vogel und dann kommen die beiden Säugetiere. Die kommen alle, die sind 20 Millionen Jahre. Kleine Zeitraum nur, gell? 20 Millionen Jahre. Sonst, gell? So, Sie haben vorhin warten müssen, dafür geht es jetzt gleich mit Ihnen weiter. Ja. Jetzt frisst er seinen eigenen Rüssel. Junge, du tust mir so leid. Ein paar Orchideen, du. Mag er auch nicht. Jetzt geht das Ganze weiter. Wir können uns von den Tieren verabschieden, dann sehen Sie auch besser. Tschüss. So. Bärli. Jetzt haben Sie es. Hätten Sie ihm ein Stückchen Brot gegeben oder irgendwas, aber jetzt hat er natürlich sauer, haben Sie gehört, ne? Jetzt mault er natürlich. Wir machen jetzt weiter mit Pflanzen. Ja. Zum Beispiel Gras oder die Kiefer.
oder die Zimmertanne oder die Zimmerlinde oder Hibiskus. Auch da die drei Ältesten. Man glaubt's ja nicht, es ist gar nicht so einfach. Oh. Ja, ich meine, in dem Fall dürfte dazu gehören der Farn. Der Farn gehört zu den drei ältesten Pflanzengruppen unserer Erde. Sehr richtig. Aber ist gar nicht sehr alt. Ja, ich weiß nicht. 100 Millionen. 100, na ja. Was kommt denn? Sie überlegen, was die Leute beim letzten Krach verloren haben, 23 Milliarden. Also. Ja. Nicht? Was sind da 100 Millionen? Wir haben uns da übrigens gestern sehr nett drüber unterhalten. Ja. Unser Engländer, der hat auch ein bisschen Pech gehabt. Auch ein bisschen Pech gehabt. Aber heute holt er ja alles wieder auf. Ne? Ja. Fahren haben wir schon. Dann würde ich sagen, die Nadelhölzer, also Kiefer. Die Kiefer. Ja. Die Kiefer. Also Nadelhölzer. Ja, in, aber nicht Nadelhölzer, sondern also Kiefer. Kiefer, ja. Die da oben, also die Oberkiefer, ne? Richtig, ja. Jawohl. Ja. Die Kiefer ist auch richtig. Und jetzt wird es eben schwierig. Jetzt wird es schwierig. Jetzt lasse ich mal ganz allein. Ja. Herr Benisch, von hinten beim Nachdenken. Das ist was für die Dokumente. Was kommt da? Ach, probieren wir mal das Gras. Bitte? Probieren wir mal das Gras. Herr Benisch, das ist mit das Jüngste, was wir überhaupt haben, das frischeste Gras. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie die Leute in der Carbonzeit Wimbledon gespielt haben. Ja. Da gab es also nämlich noch gar kein Gras. Ach so, deshalb fühlt mich Gras gibt es erst seit 20 Millionen Jahren. Ach so, ja. Da habe ich mich vertan. Ja? Aber jetzt werden Sie staunen. Die gute alte Zimmertanne, ja, die ja jeder möblierte Herr mal früher als Junggeselle durchgemacht hat, da stand doch überall eine Zimmertanne. Diese Zimmertanne, man höre und staune, ist 300 Millionen Jahre alt. Oh, das ist ja. Wie viele möblierte Herren müssen also da schon gelitten haben unter dem Nachbarn und der Zimmertanne? Und wie viele Gärtner, meine Herren Gärtner, halten Sie sich an die Zimmertanne? Was 300 Millionen Jahre gelebt hat, lebt auch noch weiter, trotz Waldsterben. Ich danke Ihnen. Okay. Und jetzt noch mal sehen, was Mr. Gau macht. Grüß dich, mein Junge. Okay. Mr. Gau? Ja. Jetzt machen wir das Gleiche weiter mit Pflanzen. Pflanzen. You know Pflanzen. Ja, ja. Pflanzen. Okay. Ich hoffe so. Die haben wir da nur drin gelassen, um über die... Nicht? Der Varan, der ist so schwer zu transportieren. Wir haben Kiefer. Aha. Sie wissen, was Kiefer ja, ist. Kiefer, das, ja? Ja. Das ist eine Kiefer. Da, da. Ja. Das ist eine Kiefer. Das ist Gras. Das sind Palmfarn, also Farne. Da diese. Oh, pardon. Entschuldigung. Hier, das da, ne? Und das sind Hibiskus, diese schönen Blüten. Kantlich. Und das sind Zimmertannen und das sind Zimmerlinden. Das kann ich also noch nicht genau übersetzen. Sollen wir Ihnen das übersetzen? Ist vielleicht besser. Ich glaube, ich bringe Sie jetzt nicht in Verlegenheit, wenn Sie Zimmerlinde übersetzen sollen. Wo ist das Zimmerlinde? American Hemp. American Hemp. Die Zimmerlinde. Und Zimmertanne ist also called Monkey Puzzle Tree. Monkey Puzzle Tree. Was ist das, Monkey Puzzle Tree? It's the Bulgarian name Zimmertanne. Von Zimmertanne. Das heißt Monkey Puzzle, Monkey Puzzle Tree. Ein Affenrätselbaum. Ja, das ist eine Anspielung, die ich mir nicht gefallen lassen muss. Ein Affenrätselbaum. Das gibt's doch nicht. Der botanische Name ist Norfolk Island Pine and Araucaria. Ja, das ist schon besser. Verstehe ich wenigstens nicht so genau. Aber Monkey Puzzle Tree, also ein netter Name. Jetzt wissen Sie alles Bescheid. Sind, ja? Ja. Und Zimmerlinde heißt wie Zimmerlinde? American, African Hemp. African Hemp. 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 Ja, Hemp. African Hemp. Schnurre. Fiber. That's a German Hemp. Fiber. Also Hemp. Ah ja, ich dachte gar nicht. Ja. Ja, okay. Alles klar? Ja. Und Hibiskus? Und? Mister. Mr. Monkey. Hibiskus ist Hibiskus. Maybe you know it's Marshmallow. Hibiskus? Hibiskus in Englisch. Ja, auch Hibiskus. Heißt auch im Englisch auch Hibiskus. Ja, ja. Ich habe doch gewusst, dass ich irgendwas weiß. Hibiskus. So, jetzt geht's los. Ja. Und Kiefer ist Kiefer, nicht? Ja. Ist Kiefer, Kiefer, Kiefer. Scots Pine. Was? Stone Pine. Stone Pine. Ja.
Cat's Pine. Stone Pine oder ja, Sportsmann. Pine Tree einfach. Pine Tree einfach. Pine Tree einfach. Das hier, das kommt nicht. Nein, das ist Moos, das zählt nicht. Das liegt nur so da, damit der Varan einen schöneren Ausblick hat. Wissen Sie? Ja, ja. Das ist Moos. Was heißt Moos auf Englisch? Moss. Moss? Moss. Ja, das ist das Sterling gleiche Moss. Wort. Sterling Moss, genau, war ein großer Rennfahrer. Ja, genau. Ah, der hieß Moos eigentlich. Ja. Mhm. Es gab eine große Kollegin, Moosheim hieß die. Mosholm. Ne? Gut. Also, die drei aussuchen, ja? Die drei Ältestesten. Das ist schwer. The oldest, wie wir Engländer sagen. The oldest. The oldest, ja, ja. Okay. Und was ist das hier? Das sind Farne. Oh, da hat er mir noch gar nicht gesagt. Farne. Was sind Farne? Farne. Fern. Fern. Ja. Das ist doch prima. Das ist alles sehr anständig. Das kann ich auch akzeptieren. Fern. Ja, ja. Aber das mit dem Monkey Puzzle Tree, da werden Sie sich noch wundern. Ich muss mal. Ja, lassen Sie sich Zeit. Zimmerlinde, mein Gott. Zimmerlinde. Hm. Nie im Begriff. Ne. Ist kein Begriff für Sie. Nein. Lassen wir doch weg, Mann. Also soll ich mit dem Scots Pine anfangen? Das ist Scottish, ja? Kiefer? Ja. Das bringt Ihnen Glück. Ja, das ist... Scots Pine. Das ist Scots Pine, okay. Ja? Yes. Okay. Ist gut. Gut. Ja, und ist dann, alt. Scots Pine. Das ist ja ein Schelm, das. Ja. Dann Farn. Farn? Ja. Wenn Sie kein Englisch, das heißt Fern. Fern, ja. Nicht zu fassen. Richtig, ist auch richtig. Aber jetzt kommt es. Ja. Man glaubt es nicht. Die älteste uns bekannte oder von diesen hier älteste der Welt. Der Welt, der Blätzen, also der Erdgeschichte. Ich bin so verwirrt wieder heute. Das, ich wähle das nicht gerade aus, aber hier das... Also Sie wählen das nicht aus? Sondern ich frage nur... Sie fragen mich, das, ich darf es ja Ihnen ja nicht sagen. Hier ist das Gras... Das ist Gras, hinter, ja. Hinter, was dahinter das, ist. Hinter? Ja. Ist das... Das ist auch Gras, größeres Gras. Das ist ja, Günther, das ist große Gras. Ja. Also... Das ist Gras, das ist alles Gras. Das zählt nicht, das gilt nicht. Das gilt als Gras. Das ist lange Gras. In England also wird er ja gestutzt. Ja, ich wähle das. Sie wählen Gras? Ja. Haben Sie falsch gewählt. Okay. Gras gibt es erst 20 Millionen Jahre. Wissen Sie, was es 300 Millionen Jahre gibt? The Monkey Puzzle Tree. Da! 300 Millionen Jahre. Ich werde einen Deibel tun. Ich höre mir das nicht 300 Millionen Jahre an. Das sage ich. Ja. Mr. Gau. Gold for Gau. Sehr nett, ich danke. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie haben heute Abend Ihre Geschäfte ein bisschen in Gang gebracht. Ja, Mr. danke Gau, sehr, ja? Danke, auf jeden Fall. Über den Hessischen Rundfunk sind Sie ja zu erreichen. Die haben hier ja, ihre volle Adresse, ja, ja. Nicht? Und da können dann auch die Lieferwagen in den Hof fahren. Okay, danke. Ich danke Ihnen. Wir sehen uns noch. Ja. So, das war's. Wir liegen gut in der Zeit. Heute überziehen wir sicher nicht. Und jetzt habe ich eine ganz große Freude für Sie. Ja, die jetzt hier an Seite kommt, die ist gar nicht mal, das ist nicht schwierig, es ist ein Vergnügen. Und es ist mir ein Vergnügen, mal wieder jemanden anzusagen, den man bestimmt schon jetzt und später sagen wird, die habe ich auch mal angesagt. Ich mache immer den dummen Scherz und sage immer, in Deutschland bin ich weltberühmt. Und hier... Jetzt kommt eine junge Künstlerin, und ich darf das nicht sagen, die ist in Deutschland auch schon ganz schön berühmt. Aber weltberühmt ist sie komischerweise in der Welt. In New York, am Broadway. In Paris, in Rom, überall ein ganz klein bisschen mehr als hier. Und ich habe die Presse von ihr gelesen, ich habe mich ja mit ihr beschäftigt, wenn auch leider nur theoretisch im Buche, Sie, das ist eine Presse, wenn ich ein Musical-Star wäre, wäre ich neidisch. Da ich mit meiner Karriere erst ja später jetzt anfange als Musical-Star, kann ich das also noch ganz in Ruhe lesen. Und ich freue mich, und Sie werden mir recht geben, aus Deutschland, aus Münster in Westfalen, nichts gegen Münster,
kommt ein Musical-Star, wie ihn sie auch die großen Musical-Länder nicht besser bieten können. Und sie fängt ja erst an. Und ich bin glücklich, dass ich Sie gerade noch erwischt habe mit dieser Sendung und wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit Ute Lemper. Something sweet. It ain't the melody, it ain't the music. There's something else that makes the tune complete. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Doo-wop, 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 doo-wop. It don't mean a thing, all you got to do is sing. Doo-wop, 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 doo-wop. Makes no difference if we're sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Doo-wop, 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 doo-wop. Do-wop, 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 bit and bit at the door. Do-wop, 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 bit and bit at the door. Hey! Hit it, fellows! Thank you.
Na, was habe ich gesagt? Also, wenn sie nicht schon was wäre, würde ich sagen, aus der wird mal was. Fabelhaft. Oh, grüß Gott. Oh, grüß Gott. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie kommen von wo, bitte? Dublin, Irland. Aus Dublin? Ja. War ich schon? War ich schon ja? Zweimal. Kann ich schöne Geschichten erzählen? Habe ich schon mal erzählt. Und Sie kommen? Aus Stockholm, in Schweden. Also, war ich auch schon. Sehen Sie, wenn ein kleines Segelschiff hat, kommt überall hin. Mhm. Was machen Sie in Stockholm? Womit ich arbeite? Ich arbeite in einer Bank. In einer Bank? Ja. Wir haben doch ordentlich alle Hände voll zu tun, ne? Ja. Im Moment hat sich das in Stockholm auch ausgewirkt. Ja. Dass der Bank so kleine Schwankungen sollen da in letzter Zeit stattgefunden haben. Ja, ab und zu. Aber ich habe Arbeit mit Exportfinanzierung. Und Exportfinanzierung, und Mr. Gau. Stockholm. Exportfinanzierung. Schottland, Schweden. Ist noch nicht mal so weit. Da können wir die Transportkosten niedrig halten. Wir werden nachher ins Geschäft kommen. Darf ich Ihnen um Ihren Namen bitten? Mein Name ist Frau Jakobson. Frau Jakobson? Ja, Anita Jakobson. Bitte? Anita Jakobson. Ja. Was hat man Ihnen denn da angehängt? Das ist ja ganz anders. Ich glaube, das ist nur in Schwarz. Sind das, das passend. Passend, ja. Ah, passend, wir werden immer toller. Immer toller. Darf ich Sie auch noch um Ihren Namen bitten? Ingrid McCarthy. McCarthy? Ja. Und jeder fragte, ob Sie verwandt sind mit dem, nicht? Es gab mal einen Menschen, der spürte in Amerika die Kommunisten auf und fand auch überall welche, bei den Demokraten und bei den Republikanern, überall. Aber dem haben sie ein erstes Handwerk gelegt. Das ist ja das Beruhigende an Amerika. Es dauert oft ein bisschen lange, aber irgendwann wachen sie mal auf. Und haben Sie mit dem was zu tun? Gar nichts. Der hätte Ihnen was gehustet, mit der roten Bluse ja, hier zu kommen. Ja, da kann ich aber sagen. Hätten Sie mit dem Ärger gekriegt. Was machen Sie? Ich arbeite als Sekretärin. Auch im Unexport irgendwas? Ich meine, nein, leider nicht. Leider nicht, sagen Sie, im Hinblick auf Herrn Gau. Ich kann Ihnen sagen, es sind schon Anrufe, es gibt schon Menschen, die mit Mr. Gau Geschäfte machen wollen. Die haben schon angerufen. Das hat nämlich auch Vorteile. Wenn ein Kaufmann auch Jurist ist, dann kann der Partner immer sagen, wenn es mal so ein bisschen, nicht? Ein bisschen daneben, so nicht so ganz, vielleicht auch nicht so ganz, wie es hätte sein sollen, kann man sagen, der ist Jurist, der hätte es wissen müssen. Also ist der immer schuld. Ich glaube, deswegen rufen die schon an. Ja, fangen wir an. Interessieren Sie sich für Autos? Ja, also eine Woche lang schon so. Eine Woche? Ja. Warum nur eine Woche? Haben Sie kein Auto? Ja, also ich hoffe, irgendwann mal eins zu bekommen. Ja. Jetzt kommen Sie herein, da kann ich wenig reden, obgleich Sie nicht so laut sind. Eines schöner und älter als das andere. So. Die lange Nase da brauchen wir nicht, ein bisschen. So. Schön, ne? Ja. Darf ich mit Ihnen den Anfang machen? Ja, danke. Ja? Danke. So, man ist ganz einfach, Frau Jakobson. Ja. Ich frage, diese Autos sind aus 5 Jahrzehnten. 40er Jahre, 50er Jahre, 60er, 70er, 80er. Sie müssen nichts anderes erraten als das richtige Jahrzehnt. Wollen Sie sich mal anschauen? Ja, danke. Vorne rum, hinten rum, wie Sie wollen. Guten Abend. Oh, alle so wunderbar einheitlich gekleidet. Aber er ist auf eigenem Kiel hergekommen, nicht? Aus Holland. Ja. Des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Ja, das ist schwierig. Das ist mein liebstes Kind, ohne dass ich die anderen beleidigen möchte. Ich glaube, dass die. Sie, ja? Darf ich? Was glauben Sie? Das ist ein alter englischer Triumph. 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 Schön, nicht? Schauen Sie mal an. Ich meine jetzt nicht nur ihn, aber hier, ja. Oh. Lederpolster, Teppiche drin. Hier hinten noch für die Schwiegermutter. Oder sogar für zwei Schwiegermütter, das gibt es ja auch. Auch die kriegt noch eine Windschutzscheibe. Ist schon schön. Ich glaube, die erste da oben ist da ganz hinten. Ja. Was von 1940.
14. In den 40er Jahren, meinen Sie, hier. Ja. Das ist ein Mercedes, das ist ein unbekanntes Fahrzeug. Ja. Nicht unbekannt, ja. Mercedes. Sehr schön. Und schön, ne? Ja. Ein Prachtauto. Ja. Ein bisschen, wie viele Liter hat er? 3 Liter. 3 Liter. Wie viel PS? 150. 150 PS. Das ist eine ganze Menge Holz. Aus 3 Litern. Mhm. Also das ist jetzt schwer auszurechnen, aus welchem Jahrzehnt er dann ist. Ja. Das ist sehr schwierig. Sie können noch anderen. Sie brauchen nur 3. Ja, ich weiß. Sie brauchen nur 3. Ich glaube, das ist älter. Das ist älter, glauben Sie? Ja. Sagen Sie, welches Jahrzehnt? Wir kriegen das sofort 30. raus. 30. Jahrzehnt. 40, 50, 60, 70, 80. Entschuldigung. Aha. Machen Sie mir ein Gebot. Ja, das verstehe ich. 40er. 50er? Das muss dann von das 40er sein. 40er. Das ist älteste. Ja, das ist ein älteste. Das haben wir gleich, da brauchen wir bloß mal hier unten dran zu machen. Ah. 1948. Wunderbar. Und, die 50. muss die Mercedes sein. Das muss 50er sein. Ich renne ja für Sie vor den Autos her. Das muss 50er sein. Jawohl, 58. Jetzt brauchen wir noch einen. Oh, das ist schön, dann. 60er, 70er und 80er haben wir noch hier. Ja. Das ist eigentlich jetzt relativ einfach, aber ich halte mich da völlig raus. Ich glaube, dies ist die von 60er Jahrzehnte. 60er? Sie halten den Herrn, glaube ich, für älter, als er ist. So? Das ist 70er. 2 ist eine ganze Menge. Ja. So, haben wir wieder zu. Ja. Dankeschön. Habt ihr alle euer Alter wieder verborgen, ja? Wie die schönen jungen Damen. Where's Ingrid? Die kommt. Hello. Mit, bitte schön. Hallo. Schön, ne? Ja. Was haben Sie für ein Auto? Keine Moment. Nein. Aha. Dann können Sie ja eins aussuchen. Die genau, sind, ja. Ja, aber das sind zwar Gebrauchtwagen, alte Autos, aber die haben einen stolzen Preis. Ja. Wo ich sage, ich habe schon mit ihm gesprochen. So ab 200.000 Mark lässt er mit sich reden. Ja, also. Passen Sie auf. Sie sollen nur sagen, aus 40, aus den 40er Jahren, ja. Aus den 50ern, 60er, 70er oder 80ern. Und nur 3 Autos. Also wenn ich rede. Und nur 3 Autos. Ja. Hm? Die Herren sind fast alle aus den 40er Jahren, aber das hat ja damit nichts zu tun. Naja. Aber wir wollen ja das Baujahr, der Wagen. Ich würde sagen, also die in die Mitte. Die in der Mitte? Ja, also die 80er. Die 80er? Ja, das ist ja nun wirklich das Modernste, was wir überhaupt, selbst was wir bei Porsche haben. Und das ist der Wagen, der früher sich so gut nach Amerika verkauft hat. Und von dem wir nur hoffen können. Ne? Wo wir nur hoffen können, dass sie sagen, naja, ist halt ein bisschen teurer geworden. Aber dafür ist der Dollar auch runtergegangen, das ist beruhigter. Naja. Dann würde ich sagen, also die hat seinen Preis. Bitte? Entschuldigung. Die 50er. Diese 50er? 50er, ja. Ja, aber mal gucken. Guck. Ach nein, 70er. Sie machen den Mann ja um 20 Jahre älter. Na. Ja, der Wagen ist 1972. Aha. Der zweitjüngste ist das. Dann muss jetzt haben wir noch einen. Was mag der älteste wohl sein? Wenn Sie mal jetzt von mir absehen, ich gehe mal hier. Diese hier, die zweite von links. Der cremefarbene. Ja, der cremefarbene. Creme oder Eierschalen. Gelb oder gedecktes Weiß oder. Das ist ein schönes Auto, ne? Ja, sehr schön. Mhm. Ja. Aus diesem Kotflügel macht man heute 2 Mittelklassewagen. So. Jawohl, 48. Und jetzt machen wir alle runter. 48, 68, 87, 72. Und jetzt wollen wir mal raten, von wann kann denn der sein? Ahnen Sie schon, ne? 1958.
Sehr schön. Einer schöner als der andere. Ich danke Ihnen. Und wie schaut es jetzt aus? 2-2. Na ja, jetzt kommt aber. Ein Augenblick. Jetzt kommt ja was ganz Tolles. Ich meine jetzt nicht unsere Models, die sind auch dort. Maybach. Maybach für die älteren Autofans. Das ist so wie wenn man für U-Bahn-Fans sagt, Caruso. Gibt's auch nicht mehr, aber er lebt noch. So ist das auch mit dem hier. Maybach. Jetzt das Baujahr 37, stimmt? Da kann man gar nicht sagen, da macht man nur so. Und da weiß man, er ist da. Braucht man sich gar nicht lange zu überlegen. Da ruft man nur noch, Erich, geh in den Schrank, mein Mann ist da. So. Baujahr 7, was hat er gekostet? Damals hat er gekostet 30.000 Reichsmark. 30.000 Reichsmark. Das waren 3 Stangen Zigaretten nach dem Kriege. Ne? Ne, 30 Stangen. Donnerwetter, da kann man sehen, wie teuer das Auto war. 30 Stangen Zigaretten. 30.000 Mark, na, der würde heute, wären das 450.000 Mark, nicht? So 15 Mal so teuer sind die, na, 10 Mal. 300 bis 400.000 Mark. Ist der käuflich zu erwerben? Nein, das ist eine Leihgabe vom Autotechnikmuseum. Und die verkaufen den auch nicht? Nein. Für keinen Preis? Für keinen Preis wahrscheinlich. Das glaube ich nicht. 500.000. Na, vielleicht schon. Ja, sie geht schon los. Es geht schon los. Aber ich fürchte, Sie haben nicht 2 gleichfarbige, nicht? Nee. Ja, dann kommt es für mich nicht in Frage. Ich traue mich doch nicht nach Hause. Na schön. Wunderbar. Herrlich. Ist doch wirklich was Schönes, nicht? So ein Auto ist was Herrliches. Wie schnell fährt denn der noch? 140 wird er schon noch fahren. Aber in einer Stunde? Natürlich. Naja. Ja, und was für, wie viel PS? Der hat 140 PS. 140? 3,8 Liter Hubraum. 3,8. Haben Sie eine Ahnung, was der so trinkt? Ich meine, nicht Ihr Chef hier. So circa 25 Liter braucht er. 100 Kilometer. 25 Liter. Aber da dürfen Sie keine 140 fahren, nicht? Nö. Bei 100? Bei 100 so, ja. Bei 100 ungefähr 25 Liter. Jetzt werde ich doch schon etwas ruhiger. Gut, danke schön. Und jetzt wird es erst interessant. Ja, schau mal, hier diese Scharnieren. Also wirklich, das ist ja... Darf ich mal hier aufmachen? Sie können ja drüben aussteigen, aber ich möchte mal... Schön, bitteschön. Möchtest du auch mal? Willst du die Tür mal zumachen? Ja? Wenn du Lust hast, musst du nur warten, bis ich die Finger draußen habe. So, jetzt hause mal zu. Mal leer. Das wirst du nie vergessen. Du hast von einem Maybach, Baujahr 37, eine Tür ins Schloss geschlagen. Versuchen Sie mal anzufahren. Achtung. Er läuft schon mal, hört ihn noch nicht. Schön, ne? Ist schon was Schönes. Und vor allen Dingen, kaum, mit dem Wagen haben Sie kaum Parkschwierigkeiten. Erstens hat er keine Lenkhilfe. Und zweitens ist er nur 5,70 Meter lang. Ja, wenn wir noch 5,70 Meter Platz finden in Frankfurt, das ist so eine große Stadt. So, und jetzt geht's los. Jetzt fange ich mit Ihnen an. Sie können sich denken, was auf Sie zukommt. Welches Kostüm, ich will nicht sagen, welche junge Dame zu welchem Auto passt, dazu kenne ich Sie zu wenig. Und die Herren schon gar nicht. Aber welches Kostüm passt zu welchem Auto? 3 sollten es sein. 40er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Also die... Ja? Die erste Dame? Erste Dame zum ältesten Auto. Die erste zum Mercedes? Ja. Eine Frau, darf ich Sie zu Ihrem Mercedes bitten? Ja, mit Auto wird ja immer gern zum genommen. Ältesten, nicht? Bitte? Ältesten. Zum Ersten? Ältesten. Zum Ältesten? Ja, was ist denn das Älteste? Ach, nicht? Aus den 40er Jahren. Aus den 40. Zum Ältesten, ja, meinen hab Sie? Ich. Ja, ich bezweifle doch nicht eine Sekunde. Nicht Ersten, Sie meinen Ältesten. Ältesten.
Älteste. Älteste. The oldest. The oldest. Yes, sure, yes, the oldest. Yeah. Yeah. Also, yes, there's the oldest car. I know. Where the monkey puzzle tree was standing before. Yeah. Yes, okay. Darf ich Sie bitten? Es tut mir leid für Sie. Bitte schön. 48. Ja, da gefällt es mir auch besser. Das ist sehr schick. Elegant. Wirklich, ne? Sieht gut aus. Ja, sehr schön. So, gut, weiter geht's. Und die zweite Dame zum mittleren Auto. Welche Dame? Die Astronauten-Look da. Hm? Bitte? Astronauten-Look ist das. Ja. Ja. Und wohin? Zum Porsche. Zu Porsche. Zum Porsche. In der Mr. Mitte. Porsche, would you be so kind? Das hat natürlich auch ein gewisses Etwas, nicht? Das so, ich meine, an den Beinen gesteht sie uns ja mehr zu als die andere Dame mit dem langen Streifen. Aber was sonst noch ist, das verbirgt sie. Das ist eine kleine Überraschung, nicht? Ich meine, was sie uns an den Beinen zugesteht, das zieht sie uns oben wieder ab. Also es kommt immer aufs selber. Darf ich bitten, weiter? Das war sehr schön mit dem Porsche, das gefällt mir. Das ist auch schick, nicht? Ich meine, das geht ja um was ganz anderes, aber das ist schick, das gefällt mir gut. Die Dame in Orange zum... Die Dame in Orange. 1960s. Das ist die Dame Orange. Und welches Orange? Also die ganz... Ganz rechts. On the right side. Ja. Takes the first lady on the so right side. Auto yes. Auto von den 1960s. Also das wäre dann... Von den 60er Jahren. Ja. Von den 60er, so. Dankeschön. Also auf alle Fälle ist schon mal... Bitte? Ja, da habe ich 60er, der letzte, der Jaguar, the Jag. So, sehr schön richtig ist das mit dem Porsche. Sehr richtig ist das mit dem Triumph aus den 40er Jahren, aber das da hinten, das ist nicht richtig. Nochmal 2 Punkte, sehr schön, sind 4. Meine Damen, darf ich Sie bitten, sich hier wieder herzustellen, damit es nicht zu einfach wird. Ja, danke. Nein, ich soll mich hinsetzen. Jetzt haben Sie den ganzen weiten Weg bei Sinn umsonst gemacht, nicht? Dann hat es noch nicht mal gestimmt. So, Frau Jakobson. Ja? Ganz einfach, was wir wollen, nicht? Ja? Welche Dame gehört modisch gesehen zu welchem Auto? Mhm. Wieder 40er, 50er, 60er, ja. 70er, 80er. Ist was? Hm? Dolmetscher. Was? Über Englisch? Englisch bin ich jetzt wirklich. Schwedisch? Schwedisch bin ich auch nicht schlecht, du. Ich glaube, dass die Dame hier gehört, die 50er Jahrzehnte. In die 40er? Nee, 50er. In die 50er? Das ist Madame Courage persönlich. Darf ich? 50er? Ja. Das wäre hier vorne. Ja. Mhm. Machen Sie mal weiter. 60er, ne? Ja. So. Und weiter geht's. Ja, und weiter, ja, es ist... Die Dame hier gehört die vom 40er Jahrzehnte. Wo gehört sie hin? Die 40er. In die 40er. Ja, stimmt doch. Man hat sie durchschaut. Man weiß, wo sie hingehören. Zu ihm. Das Auto ist sehr teuer. Sehen Sie mal zu, dass Sie einen Rabatt kriegen. Wenigstens 10%. Ja, und jetzt noch eine, bitte. Ja, ich... Es ist schwierig. Es ist schwierig? Ja, nein, nicht? Wenn man es weiß, ist es leicht. Und sonst ist es etwas schwieriger. Ich glaube, die Dame hier, sie ist sehr modern. Das ist ich. Sehr so, modern, ich glaube, ja. Es ist zum 18. 80er. Wenn Sie nochmal zum Porsche gehen. Sehen Sie, Sie haben es genauso schön gemacht. Gehen Sie jetzt auch bitte zu Ihrem Auto. Das ist falsch. Aha. Darf ich Sie bitten zu Ihrem... Also, das hier ist, das ist in die 50er Jahre, das war Miss Petticoat, nicht? Da hatte man diese Petticoats. Das sind die 70er Jahre mit dem, wie nennt man, Zigeuner-Look? Zigeuner-Look ist okay, das weiß ich nicht, wie heißt das, hat das einen Namen? Das weiß man wahrscheinlich keiner. Es hat keinen Namen, das weiß keiner, ja. Das weiß jeder, das ist immer richtig. Und das ist Courage, das ist, damals tut man, also ich möchte keinen Wachstuchanzug tragen, also muss ich ehrlich sagen. Und ich will auch gar nicht mehr wachsen. So, jetzt ist es 4 beide und da müssen wir... Meine Damen, nehmen Sie doch Platz in dem jeweiligen Wagen.
Die Herren fahren Sie dann nach Hause. So. Irland, jetzt müssen wir würfeln. Wenn in einem Moment... Also gut, du machst schon diesen. Hast du gedient, das ist immer. Das ist jetzt etwas, was für mich... Da wollen wir erstmal die große Ausfahrt erleben. Tschüss. So. Jetzt geht's los. Moment, Moment, Moment. Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Soll ich mal drehen? Das waren noch Zeiten, das ist doch herrlich. Heute machen Sie Jogging. Dauert viel länger und strengt auch nicht mehr an. Kommt ja sofort der Wagen. Das ist ja fabelhaft. Danke sehr. So. Aber etwas ist doch seltsam. Wenn so herrliche Autos, das ist doch ein unwahrscheinliches Ding, ne? Wenn so herrliche Autos rückwärts fahren, ist das aufgefallen, nicht? Das Auto kann noch so schön sein, wenn dann so einer so... Ist doch nichts, das ist genau wie ein Mensch. Wenn ein Mensch kommt, nicht? Also hallo, ich bin ein schöner Wagen, was wollt ihr? Oder wenn der so kommt, sagt, guten Abend, dasselbe ist beim Auto. Die müssen... Man muss zunächst mal richtig so die Sache mal von vorne anfangen. So, wie jetzt mit den Würfeln. Wollen Sie zuerst? Dankeschön. Und zum, bum, bum. Versuchen Sie mal eine Null zu werfen. Gibt es? Ja. Nein, haben wir nicht. Wir haben den 7. Oh mein Gott, wäre es auch nicht mehr geworden. Gold. Gold nach Irland. Gold nach Dublin. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Kommen Sie gut heim? Ja, danke. Vielleicht sehen wir noch uns auf ein kleines blondes Bierchen. Meine ja, danke. Dankeschön. Ich grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt muss ich wieder raten. Einer der Herren ist Spanier und einer ist Grieche. Ich irre mich eigentlich immer. Jetzt will ich mal gucken. Sie sind Grieche. Noch nicht. Sie sind der Grieche. Das ist der Spanier. Ich habe immer Pech. Ja. Darf ich mir Ihren Namen bitten? Ivan Martin. Martin? Martin auf Deutsch. Ah, und Sie heißen Martin? Martin. Also, weil ich sagte, der Herr Martin, den kenne ich. Der hat ja früher immer mitgemacht. Sie haben den guten spanischen Namen Martin. Ist das ein spanischer Name? Martin ist international, glaube ich. Gibt es überall. Ja, Martini. Ja, Martin, Martin, Martin. Ja, Martun. Martin. Vielleicht. Marton. Da kann man Martin, E-I-O-U, ja, natürlich. Martin. Martin. Und Ivan? Nein, Juan heißen Sie. Nein, Ivan heiße ich. Das haben wir gesagt, zumindest. Ivan? Ja, aber jetzt müssen Sie mir doch nicht einreden, dass das ein russischer Name, kein russischer Name ist. Ja, es handelt so. Oder gibt es das in Spanien auch? Na, ich bin ein der wenigen eigentlich, aber. Man wollte einen Symbolname gegen Franco annehmen. Also. Ach, gegen Franco? Ja, und die Amerikaner waren zu nah, also John war nicht die Rede. Und dann haben sie ihn von ganz ferne genommen. Sie sind der einzige Ivan in Spanien, nehme ich an. Einer der wenigen. Bei aller Sympathie, wir müssen ja nicht noch mehr Ivans da. Also, gut. Was machen Sie, Herr Martin? Ach so, ja, ich Beruf. Studiere Was? Volkswirtschaft, aber danach arbeite ich als Finanz. Journalist für ein Wochenschrift und was ich für das Wichtigste hält, bin ich tätig bei einer internationalen Organisation zur Hilfe der Dritten Welt. Sie haben einen vollen Arbeitstag? Manchmal auch Arbeitsnacht. Auch Nacht? Ja. Ein fleißiger Mensch. Sie sind also aus Griechenland. Von wo kommen Sie? Aus Thessaloniki. Thessaloniki? Oder heißt es Thessaloniki? Wie heißt es genau? Thessaloniki. Thessaloniki. Genau. Gut. Wo kommen Sie denn her? Ich wohne in Madrid, ich komme aber aus dem Norden von Spanien. Da, wo die ETAP etabliert ist? Ein bisschen, ganz nah. Haben Sie nichts mit zu tun? Nein, noch nicht. Auch. Ah,
Vorsichtig, alle Menschen hören mit. Thessaloniki, was machen Sie da? Oh, jetzt muss ich um Ihren Namen bitten. Ich weiß, das ist ganz schwierig, das hat man mir schon gesagt. Mein Vorname ist Chrysoleon. Chrysoleon? Genau. Chrysoleon. Und Ihr Nachname? Roidis. Roidis? Genau. Das kann ich ja sogar. Roidis? Ganz einfach. Herr Roidis, was machen Sie in Thessaloniki? Ich bin Nachrichtentechniker. Ich arbeite beim Fernmeldeamt. Beim Fernmeldeamt? Aber nicht in meinem Beruf voll tätig. Das heißt, schon im Fernmeldeamt, aber nicht als Fernmeldetechniker. So, was machen Sie da? Es gibt... Sie sind Fernmeldetechniker? Erlernt. Und Sie sind auch beim Fernmeldeamt? Aber arbeite ich nicht. Aber Sie arbeiten nicht als Fernmeldetechniker. Das sind ja wunderbare Zustände bei Ihnen. Das erinnert mich an kommt, was. Kommt vor. Ja, und was machen Sie denn da? Ich muss... Im Büro? Schon im Büro, aber ich muss sorgen für die Wartung von verschiedenen Anlagen. Das heißt, von Klimaanlage für Heizung. Ach so, alles. In dem Riesengebäude? Schon, da, alles so. Nicht nur in einem, alle Gebäude von... Alle Gebäude des Fernmeldeamtes unterstehen Ihrer technischen Pflege. Naja, nicht nur meine, nicht. Ich habe die ganze Menge. Die lassen pflegen. Leute und... Die sind der Oberpfleger. Der Oberverantwortliche, sagen wir. Was? Der Oberverantwortliche. Der Oberverantwortliche, gut. Das war jetzt gar nicht so einfach. Genau. Gut. Darf ich mich einen Moment mit Ihrem Partner beschäftigen? Fernmeldeamt, das ist immer komplizierter. Die Spanier heißen Ivan, ja. Die Fernmeldetechniker sind zwar bei dem Fernmeldeamt beschäftigt, arbeiten aber nicht fernmeldetechnisch. Und jetzt wird es viel einfacher. Malerei. Ja. Sie sehen hier 3x3 Bilder. Das ist der Pointillismus. Das war... Das ist Impressionismus. Und die drei ist Kubismus. Und das Erstaunliche ist, diese Stilarten sind immer jeweils ausgegangen von einem Bild. Ein Bild wurde gemalt und wie das so ist, es wird irgendetwas reif und plötzlich von einem Moment an sagt man sich, ja, das ist Pointillismus. Welches Bild war, also hat also die Geburtsstunde hier sozusagen den Pointillismus seinen Namen gegeben? Das ist Signac und das ist Seurat und Sie, das kann man, also die Namen können Sie ruhig wissen. Ich glaube vielleicht George Seurat. Seurat, jawohl. La Bagnard. Richtig, das war das Bild und von dem Moment an gab es den Pointillismus. Richtig. Danke. Und hier? Impressionismus. Also ein, da hat man, das war ja vorher, das hat sich immer mehr aufgelöst und dann kam der Pointillismus. Aber ja, wir können kunsthistorischen Vortrag halten, aber das ist eben ungeheuer der Impressionismus, wie man Luft malen kann. Ja. Luft und Rauch, Nebel, Stimmung, also es ja. ist das Größte. Und mit einem Bild von diesen ging es los. Was, Morisson, Renoir oder Monet? Ja, ich habe einige Zweifel zwischen die beiden, aber ja. Ich würde mich für Monet entscheiden. Monet, dieses Bild, ja. Ja, genau richtig, er ist ein Maler. Das ist nun meiner Meinung nach ein bisschen, das ist ein Landsmann von Ihnen. Juan Gris. Ja, und das ist auch, Picasso. Auch ein Landsmann von mir. Auch ein richtig, auch ein. Ja, genau. Ja, das ist Braque, kein Landsmann. Ja. Und welches Bild hat den Kubismus gegründet? Das ist dumm, kann man gar nicht sagen. Man kann es eigentlich gar nicht sagen. Ausgelöst oder bestimmt. Ja. Bestimmt. Entkörpert. Ja. Pablo Picasso und Remo Picasso. Zweifel Picasso. Gut, danke schön. Alles ja. Richtig. Herr Chrysoleon Ruides, darf ich Sie bitten? Ich habe die ganze Zeit Griechisch geübt. Das ist fein. Verstehen Sie ein bisschen was von Malerei? So viel wie jeder. So viel wie jeder. Ja, ein bisschen was, ne? Das sind 3x3 Bilder, die alle eine gewisse Stilrichtung verkörpern. Nämlich den Impressionismus, ja. Den Kubismus und den Pointillismus. Punkt. Ja. Die Punkte, Punkt wie das Rastersystem fast. Und wenn man dann zurückgeht, dann wird es ein Ganzes. Ja. Beim Fernsehbild ist es ist genau ähnlich. So. Nicht genau, das sind Zeilen. Ne? Und jeweils ein Bild von diesen dreien hat der Richtung den Namen gegeben. Da ist also das Urbild
dieser Stilrichtung? Eins von den dreien. Entschuldigung. Ist, was zeitlich die Richtung gegeben hat und nein, also kann sein, nicht dass später. Die Zeit ist ganz egal. Sehe ich. Ein Bild von diesen war sozusagen auslösend. Ist jemand hier, der noch besser Griechisch spricht als ich? Nein, ich habe schon verstanden. Schon ja? Ja? Aber ich freue mich doch, wenn. Ένα από αυτού του πίνακε έδωσε το όνομά του στην κατεύθυνση αυτή. Sie okay. sind aber Griechen, ne? Ja, dann könnte ich das auch. Das geht ja wunderbar. Verstehe. Ja, dann bleiben Sie doch ein bisschen hier, dann bin ich nicht so allein. Hm? Ja, fein. Jetzt suchen Sie sich. Und das geht. Welches war das hier? Ab wann sagt man, das sind Pointillisten? Ja, genau. Welches? Da muss ich gleich von hier. Nein, anfangen, die können auch die anderen. Hier ist das Ganze bei Impressionisten und da drüben Kubisten. Machen Sie doch, was Sie wollen. Wir können uns ja in aller Ruhe unterhalten hier. Ich bin ja nicht alleine, so ist es ja nicht. Sind Sie schon lange hier? Ich bin sehr lange hier. Seit 1960. Seit 60? Ich spreche perfekt Deutsch. Was macht? Also Sie sind Dolmetscherin? Ja. Guck mal, Sie werden sich da abmühen. Nee? Was? Wollen wir es mir sagen? Nein, wir wollen es ihm nicht sagen. Wollen wir es ihm sagen? Ja, Manet. Monet? Nein, Manet war ein großer Impressionist, aber Monet, das hier ist das erste. Das ist das erste. Ja. Ja, das ist ja auch nur einer drauf. Manet auch, ja, aber Monet und Renoir und der Morisson, ja. Jetzt geht's los. Was, Picasso, Braque und Juan Gris. Also das ist sehr bekannt. Das ist Kubismus. Kubismus, ja. Das hat er angefangen. Ja. Damit ging's los, sozusagen. Picasso. Das ist... Picasso. Mit dem Picasso meinen Sie. Es genügt mir auch, wenn Sie mit dem Finger drauf zeigen. So. Oh, und ja. Das war auch richtig. Und jetzt hier müssen Sie noch zu den Pointillisten noch einmal gehen. Eins von dreien zu 33, ein Drittel Prozent haben Sie ja schon recht. Einfach raten. Einfach so hinstellen. Ja, lass mal nicht lange Zeit. Ich glaube, das hier oben links. La Benia. Richtig. Die Griechen, immer die Griechen. Dankeschön. So, und jetzt, bleiben Sie hier, Herr Ruides. Jetzt wird es, muss ich ehrlich sagen, meine ich, ein bisschen schwierig für einen Spanier und für einen Griechen. Sind Sie, lesen Sie viel? Sind so ein bisschen europäische Literatur, haben Sie so ein bisschen... Mehr Technik. Mehr Technik. Mehr Technik. Ja. Es ist ein Weltbuch und es... Ist wunderbar. Man muss es ist auch eine gewisse ja, Sprachform, Dialekt möchte ich vermeiden, das Wort. Und nicht leicht zu verstehen, zu erkennen und auch nicht leicht zu lesen. Ich kann's nicht. Aber wir haben einen Experten, der ihn auch im Film dargestellt hat, diese Romanfigur. Der ist aus Wien zu uns gekommen und ich freue mich ganz besonders, dass er bei meiner letzten Sendung, aber früher schon mal dabei, aber bei der letzten auch noch mal dabei ist. Und das ist Fritz Mulja, Burgschauspieler aus Wien. Fritz, danke. Also, Sie haben uns den Ferdinand erschlagen, sagte die Bedienerin zu ihm, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von der Militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt worden war und der sich nun durch den Verkauf von Hunden, hässlichen, schlechtrassigen Scheusälern ernährte, deren Stammbäume er fälschte. Neben dieser Beschäftigung war er Rheumatiker und schmierte sich gerade die Knie mit Opodeldoc ein. Was für ein Ferdinand, Frau Miller? Also ich kenne zwei Ferdinanden. Der eine ist Diener beim Drogisten Pruscher und hat einmal aus Versehen natürlich eine Flasche mit Haartinktur ausgetrunken. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundendreck sammelt. Für beide ist kein Schaden. Aber gnädiger Herr, den Herrn Erzherzog Ferdinand, den aus Konopischt, den dicken, frommen, Jesus Maria, na das ist aber lustig. Wo ist ihm denn das passiert, dem Herrn Erzherzog?
In Sarajevo. Dort haben sie mit einem Revolver erschossen. Er ist nämlich mit seiner Erzherzogin im Automobil herumgefahren. Hier, Schorsch. Na sehen Sie, das können sich die Leute leisten, mit einem Automobil herumfahren. Und da denken sie dabei gar nicht dran, wie schlecht sowas ausgehen kann. Und noch dazu in Sarajevo. Das ist doch in Bosnien. No, das haben bestimmt die Türken getan. Ja, wir hätten ihnen dieses Bosnien und die Herzegowina nicht wegnehmen sollen. Na also, Frau Miller, der Herr Erzherzog ist also schon in Gottes Hand und ruht schon in Gottes Schoß. Hat er sich krank geplagt? Nein, nein, aber nein, der war gleich weg. Sie wissen ja, so ein Revolver ist kein Spaß. Unlängst hat auch ein Herr bei uns draußen im Vorort in Nusle seine ganze Familie im Wahnsinn erschossen. Mit dem Hausmeister, der was gekommen ist, nachschauen, wer so herumschießt. Naja, mancher Revolver geht nicht los, Frau Miller, da können Sie machen, was Sie wollen. Das sind solche Systeme. Aber auf den Herrn Erzherzog haben sich gewiss was Besseres gekauft. Möchte ich wetten. Frau Miller, also wissen Sie, möchte wetten, dass der Mann auch schön angezogen war. Das sicherlich. Schauen Sie, wenn Sie sich einem Erzherzog nähern, da müssen Sie gut angezogen sein, da können Sie nicht in Hadern kommen, sonst kommt die Polizei und schnappt Sie, da müssen Sie ganz Zylinder aufsetzen. Es waren, Herr, ich mehrere, gnädiger Herr. Selbstverständlich. Selbstverständlich, das versteht sich von selber. Wenn Sie, Frau Miller, einen Erzherzog oder einen Kaiser persönlich, den Herrn Kaiser, erschießen oder erschlagen wollten, möchten Sie sich doch auch mit jemandem beraten. Mehr Leute haben mehr Verstand. Nicht wahr? Der eine sagt das, der andere sagt jenes. Und so wird das Schwerste leicht vollbracht, wie es in unserer Volkshymne so schön heißt. Dann wird das Schwerste leicht vollbracht. So ist es. Ja. Vielen Dank, Fritz Müller. Ja. Vielen Dank. Schwierig. Haben Sie was? Ja? Wie heißt sicher. Das ist eine, wirklich, also zumindest eine europäisch, soweit ich das beurteilen kann, bis Griechenland hin, berühmte Figur. Und wie heißt die? Dieser Hundefänger. Der ja, so schön der Dialekt nach, Remagel spricht. Not. Ist in Wien, also ist Wien ein Dialekt. Ja. Ja, du, das ist Bämisch, nicht? Natürlich nicht Wiener, Bämisch, aber ja, und wie heißt der Mensch? Darf ich tippen? Darf ich tippen, bitte? Raten Sie. Raten Sie. Der brave Soldat. Der brave Soldat Schweig, jawohl, ist eine weltberühmte Figur. Jetzt wird es noch schwieriger. Von wem ist dieser Roman geschrieben? Jeder kennt die Figur, jeder kennt den, aber die wenigsten wissen, wie der heißt, der Autor. Wissen Sie das? Ist auch Österreicher, ist ein Wiener. Nein, ist ein Tschecher. Ein tschechischer, tschechoslowakischer Dichter. Ja, damals war alles K&K. Damals schon nicht mehr. Stefan Zweig? Nein, nicht Stefan Zweig. Jaroslav Hasek. Ah, Hasek. Hasek. Sieh, jeder kennt das Buch, keiner weiß, wer es geschrieben hat. Und jeder sagt Kinder natürlich Hasek. In welchem Jahrzehnt ist dieses Buch entstanden. Das, was er da beschreibt, muss ja erst alles stattgefunden haben, bevor er es hat schreiben können, nicht? Also schon ein kleiner Hinweis. In welchem Jahrzehnt? So in den 20er Jahren. In den 20er Jahren. Jawohl, wunderbar, danke, nehmen Sie das. Eine ganze Menge. Ganz genau 29, glaube ich. Oder 26, das wüsste ich jetzt nicht. 29? Da sind Sie ja, mein lieber Herr Martin. Ja, bin ich. Sehen Sie, haben Sie eine Vorstellung? Sie haben gehört, das schöne Bämische von unserem Freund Mulja, der schön gesprochen, ist ein sehr weltberühmtes Buch und heißt wie Figur der Hundefänger, der sich da so überall durchlaviert, auch beim Militär und so. Ja, ich habe es selber beim Militär gelesen. Ja? Ja. In spanischer Sprache? Nee, auf Deutsch haben Sie mir zwei deutsche Freunde gegeben. Ja. Und geschenkt. Und es handelt sich natürlich um die Abenteuer des braven Soldaten Zweig. Jawohl, das ist ja schön. Den haben Sie bei der spanischen Armee gelesen und haben Sie sich danach gerichtet ein bisschen? Ja, und wie diese zwei deutsche Freunde gesagt haben,
dabei gelernt, die Disziplin unterzugraben. Und unterzugraben, ja. Wissen Sie, wer der Autor ist? Ja, der Autor ist ein Autor von Tschechoslowakei und er heißt Jaroslav Hasek. Richtig! Herr Roildis, Moment, jetzt kommt die entscheidende Frage. Würfel oder Punkt? In welchem Jahrzehnt ist das entstanden? Jahrzehnt, er soll mit Jahrzehnt genügen. Also Sie wissen ja, was er geschrieben hat oder was wir eben gehört haben. Ich bin fast sicher, dass er während des Kriegs noch in Prag geschrieben hat. Das heißt in der 1910. Also das glaube ich. 20er Jahre, so. In den 20er Jahren, Herr Roildis. Also das stimmt auch, habe ich gelesen. Er muss ja das erst alles, ja, das muss ja erst alles passiert sein, das ist ja doch später passiert. Ja, ist klar. 14 ist ja der erschossen worden, wo ja, er so. Ich glaube nur, dass er während des Krieges es noch zeigt. Macht nichts. Sie können doch würfeln, das kann gar nicht passieren. No. Also, das ist immer gut würfeln, da verliert man wenigstens nicht, da hat man nur schlecht gewürfelt. Nicht? Das verliert ist vollkommen man. Anders. Was, ja, ist doch was anderes, ob ich verliere oder verwürfel. Ne? Drei und... Ah! Man glaubt es nicht. Die drei haben sie unterboten. Gold nach Thessaloniki. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Kommen Sie gut wieder heim. Wir sehen uns noch. So, und jetzt mal... Da seid ihr ja schon. Und jetzt, meine Damen und Herren, ganz was Feines. Ich mich freue, da werden viele von Ihnen sich erinnern, und er gehört auch zu denen, vielleicht auch viel jünger als ich, die, ich kann nur sagen, mit 20 Jahren, mit 16 Jahren den ersten Welterfolg, Diana. Mit 20 Jahren 30 Millionen Schallplatten verkauft. Mit 20 Jahren, da brauchen andere 200 Jahre. Und immer noch, und wenn Sie wollen, auch schon wieder, die Riesennummer geschrieben, für Sinatra und für alle. Sie kennen ihn alle. Und ich freue mich, dass bei meiner letzten nochmal ein Weltstar, ein Werdender, den haben wir hinter uns, und einen, der ist. Paul Anka. Look at the madness, the faces of sadness, the people who try to survive. And why is it so? The children are wondering why. We've broken the promise, the truth is upon us. Somehow we're living a lie. And why don't we start to start being smart, you and I?
Thank you. Dankeschön. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, this is a very special night, and I thought on this occasion I would prepare something for this very special man. I originally wrote this song for Frank Sinatra, but tonight I have prepared this for our dear friend Cooley. Cooley, this is for you tonight. Maestro, please. EWG, it sure won't be the same without you. Farewell, dear friend, farewell. Now as I tell some things about you, yes, you have friends so true, your family too. Says here's the latest, I say goodbye to quite a guy. Cooley, you're the greatest. Give him a hand, come on. We cheer your grand career, year after year, from the beginning. You see, we all agree with ARD, you're always winning. We'd grow with each new show we've come to know. You as a friend now, it brings a tear to think right here this show will end now. You've made your mark, you've left your stamp. It's you, my friend, Mr. Kulenkamp, that we'll all miss. So Dankeschön, as we bid you up be the same. As you depart, thanks from the heart, you did it your way. Dankeschön, Hans-Joachim Kulenkamp. Thank you, Cooley. We'll never forget you. Let's hear it for Cooley. Thank you very much. Thank you very much. Give him a hand! Thank you. Yeah. Thank you. You did it your way. Let's hear it for Cooley. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank Yes, I did it my way. Und das werden wir auch weiter so machen, ne? So, da haben wir eine rote Dame und eine schwarze Dame. Ich mische jetzt diese beiden Karten ausdrücklich lang und gut, damit keine Irrtümer. Er guckt schon. Schon mal. Ja. So, wer möchte welche? Rot? Da müsst ihr nicht so weit laufen, das ist ja wunderbar. Und jetzt kommt Folgendes. In dieser Runde kann entweder jemand antworten, Sie kennen es ja besser, oder Anni, der andere wird durch eine körperliche Geschicklichkeit
den Punkt erringen. Dies hier ist ein, setz du es mal hin, bevor mir die Hose reißt, so. Passen Sie gut auf, das ist vorwärts. Das ist rechts. Nee? Das ist links. Vorsicht, bleib stehen, bleib stehen. Das ist rückwärts. Zack, zack. Na, komm her. Und jahrelang geübt. Wer möchte nun fahren, und zwar hier einfach übers Westkreuz Frankfurt, runter zur Festhalle? Haben wir alles für Sie aufgebaut. Sieht doch wunderbar aus. Das andere ist gesperrt, Sie können sich gar nicht verfahren. Wer möchte fahren? Es ist gar nicht so einfach. Du zeigst es nachher nochmal, nicht? Vorwärts, rückwärts und rechts und links. Linke Hebel ist für vorwärts, rückwärts. Der rechte ist rechts und links. Noch leichter als beim Auto. Wer möchte fahren? Wer möchte antworten? Ich sage es jetzt schon. Die Fragen sind so teuflisch, dass bestimmt gefahren wird. Also nur nicht, dass einer denkt, er kann sich drücken und soll die Stimme mit der Hände, der andere soll mal reden. Also wir haben uns geeinigt, dass ich werde fahren. Sie werden fahren? Ich fahre, ja. Gut, dann gehen Sie schon mal los. Okay. Und Sie können vielleicht sich da drin einigen dann, wer fährt. Sie haben ja noch Zeit. Sie haben ja noch Zeit. Jetzt gibt es fürchterliche Fragen. Erklärst du es nochmal oder haben Sie es meinen lichtvollen Ausführungen entnommen? Gut. Erste Frage. Ich habe Sie, glaube ich, überhaupt nicht nach Ihrem Namen gefragt. Stimmt das? Ja. Das ist eine Unverschämtheit. Ich bitte um Verzeihung. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Iris Willi. Iris? Ja, Willi. Willi? Ja. Ich habe einen Freund Willi in der Schweiz. Oh, sind Sie nicht? Nein. So, wenn Sie... Wie heißt der große alte Politiker? Das ist ein ganz kleiner Mann. Aber er ist ein großer Staatsmann und Politiker in China. Und der ist jetzt aus dem Politbüro ausgehend, der hat sich jetzt zurückgezogen. Ich bin überzeugt, er hat noch sehr viel Einfluss, aber er hat sich auf das Altenteil gesetzt. Wie heißt der? Ich kann den Namen nicht sagen. Aber Sie kennen ihn? Ja. So ein kleiner Mann. Er ist über 80, aber... Er ist über 80, kann den Namen aber er wächst nicht sagen. Ja auch nicht mehr, er bleibt ja so, nicht wahr? Und er hat... Dieser Name, nein, das ist nicht was Interessantes. Es ist doch ein ganz anderer Kulturkreis. Wir merken uns Mr. Reagan und Mr. Mitterrand und wir merken uns Herrn Spadolini und Herrn Jörg Ankersen und Herrn Olaf Palme. Aber das sind auch Namen, die hören wir pausenlos in den Nachrichten, in der Tagesschau, in der letzten Woche x-mal. Und jeder kennt ihn. Und jeder sagt, den Namen ist, warte mal, das, ne? Deng Xiaoping. Und jetzt müssten Sie in 50 Sekunden die Festhalle erreichen. Fahren Sie für Deng Xiaoping. Kann ich starten, ja? Ja? Gut, jetzt geht's los. Oh, da müssen Sie dann nach links fahren, nicht? Wenn Sie da, ja, ne, ne. So schnell hat es noch keiner geschafft. Und jetzt kommt die allergrößte Gemeinheit. Wie heißt der neue KP-Chef Chinas? Xiangpang oder so. Ping-Pong. Nein. Cao Ziyang. Ist ein reiner Quatsch, damit er fahren kann. In 40 Sekunden würden Sie bitte die Güte haben, die Festhalle zu erreichen. Dieses Mal für Cao Ziyang. Ja, es geht doch schon viel besser. Jawohl, ist ja gar nicht so schwer. Geradeaus, jetzt müssen Sie da vorne rechts ab. Noch nicht. So, jetzt geht's rechts rum. Nicht erschrecken, so geht's um. Ah, also mit den Chinesen haben Sie kein Glück. Da würde ich sagen, wir machen das jetzt nochmal. Frankfurt, auch Goethe-Stadt. Faust Goethe, kennen Sie? Ja. Die berühmte Figur, der Dr. Faustus. Wie hieß denn der mit Vornamen? Auf der letzten Seite sagt sie es ihm nochmal. Da steht's. Da sagt das Gretchen, Sie könnten gut das Gretchen spielen. Ja. Ja? Hätte ich's gemacht, dann wüsste ich's jetzt. Hätten Sie es gemacht. Das klingt fast so, als hätte man Ihnen schon angeboten, ja? Nein. Nein? Nein. Es tut mir leid, ich muss fahren. Heinrich, mir graut vor dir. Also, einmal für Henry. Wird immer besser. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Jetzt fahren Sie schon mal nach links, das ist schon mal ganz was anderes. Ja, 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 er schafft es.
Langsam, Mitte. Jetzt in die Mitte, links, zurück. So. Ach, das klappt nicht. Wie viel haben wir denn da? Null. Im Moment sehe ich noch nichts, aber Sie wissen, wie schwer es ist. Jetzt lassen Sie erstmal fahren. Dankeschön. Und wer fährt denn nun? Sie fahren. Sie fahren auch Auto. Ich meine, bitte schön. Sie fahren auch in Stockholm Auto. Ja. Ja, ja, also bitte schön. Bitte, bitte nehmen Sie, wenn Sie zu Nanni gehen. Fahren Sie denn auch Auto? Herr Benisch, Sie sind auch Autofahrer, nicht? Was glauben Sie, wie lange das noch gut geht? Ich wünsche Ihnen jedenfalls noch einige Jahrzehnte unfallfreies Fahren, aber nie mehr rechts und links verwechseln. Nicht? Das tun ja manche schon bei der Wahl, ist ja schon schlimm genug. So, wenn das nicht ausgeglichen ist, wie es das Programm verlangt, ne? Das ist doch nun wirklich ausgeglichen. Kommt doch nur auf den Standpunkt an. Ja, der Proporz. Aber der heißt jetzt anders. Wie heißt der große, alte Politiker Chinas? Das ist ein kleiner Mann, aber ein großer Mann. Der hat sich jetzt zurückgezogen aus dem politischen Leben, auch aus dem... Auf Spanisch würde man das aussprechen, Deng Xiaoping. Ja! Ist denn das zu fassen? Das macht überhaupt keinen Spaß, das ist ja fabelhaft. Und wie heißt der neue, jetzt habe ich gar keine Lust mehr, wie heißt denn der neue Parteichef Chinas? Cao Zhiyang. Das ist, vielleicht ein Spielverderber. Ein Spielverderber. Da fahren die Leute zu Millionen jedes Jahr nach Spanien. Ist völlig unbegreiflich. Und drittens, Sie kennen ja Goethes Faust. Ja, doch. Natürlich, nicht? Und in Frankfurt kennt man ihn besonders. Ja. Richtig. Und das Gretchen nennt ihn ja beim Vornamen. Und wie ist der Vorname vom Faust? Moment mal, Sie werden von ich hab jetzt Zeit. Faust. Ja. Am Schluss sagt sie es ihm nochmal. Heinrich. Hans, das ist eine Gemeinheit. Ja. Sehr gut gefahren. Sehr gut gefahren. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Aber Sie haben für etwas gesorgt. Sie haben für Tempo gesorgt. Denn ich bin schon wieder am Überziehen. Ich habe das ja früher nicht gemacht. Das merkt man, das läuft ja nicht mehr. Ich überziehe ein bisschen und sage da gerade unserem Programmdirektor ARD, Herrn Schwarzkopf, erstmal einen schönen Dank für den lieben Brief. Habe ich das gleich mit erledigt, Speisporto. Aber ich habe mich gehört, ich danke Ihnen. Und ich muss Sie leider an den Gedanken gewöhnen, dass heute Abend wieder ein bisschen länger dauert. Ja? Aber jetzt machen wir ganz schnell weiter, ganz schnell. Einen Film, wir haben ja immer so kleine Filmchen selber gedreht in unseren Ateliers. Und nun wollten wir noch mal einen Film zeigen. Und es war nicht zu verhindern, ich hatte eigentlich einen anderen Film im Auge. Aber der Film, den die Zuschauer am liebsten gesehen hatten, kann ich schon sagen, über die Jahrzehnte, das waren nun mal die Beatles in Schwarz-Weiß. 64, bitteschön. 1964. Der hübsche Junge da, links, das bin ich.
Ja, ja. Aber es ist doch, ganz interessant, nicht? Seitdem ich die Haare kürzer trage, sehe ich wieder jünger aus. So, jetzt geht's um drei Fragen, Bonnie. Drei Fragen über die Beatles. Erstens, die Beatles kamen aus Liverpool und hatten ihren ersten Auftritt im Ausland in Deutschland. Und wo? Hamburg. Richtig, in Hamburg. Wer? Welcher von denen, diesen Beatles, spielte den Bass? Also in dem Fall, damals war Bassgitarre, nennen wir den Bass. Was hier Willy Berking, unvergessen, Willy, spielte. Zu 25% haben Sie recht. Ich kann doch nur mal... Keinen von denen. Bitte? Keinen von denen. Wie viele? Der Basso. Sie meinen überhaupt oder in Hamburg? In Hamburg. Meinen Sie in Hamburg? In Hamburg hat ein anderer Basso. Von Hamburg rede ich nicht. Bei den Beatles hat wer Bass gespielt. Früher machte man... Und jetzt machen sie... Bum, bum. Die Bassgitarre können Sie auch sagen. Ja, den Bass. Aber jetzt, heute macht man das ja so. Wie lange? Nicht mehr den... Nein. Wie er gespielt hat. Das sind zwei Gitarren, eine Bass... Ein Bass und hinten der Schlagzeuger. Wir glauben George Harrison. Nein, Paul McCartney. Ah. Gut, ist egal. Ihm ist das ganz egal. Der sagt das Ganze. Damals war eigentlich manchmal der Manager bekannter und berühmter als die Band. Fast am Anfang. Auch Elvis Presley, sein berühmter Manager. Und wie hieß der Manager von den Beatles? Ging es war etwas mit Martin, aber... Nein? Nein, Martin Preston. Nein, Brian Epstein. Ach. Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben vier Punkte, da müssen die ganz schön jetzt machen. Da müssen Sie erst mal alles wissen, dann haben Sie immer noch einen zu wenig. So. Sie gehen völlig unbelastet in das Rennen, denn Sie haben einen Punkt gemacht. Bleiben Sie ruhig zusammen, Sie können auch mal, ne? Aber Sie können natürlich noch drei Punkte machen. Und dann sieht das Ganze ja noch viel kleidsamer aus. Ja. Die Beatles kamen aus Liverpool, hatten ihren ersten Auftritt im Ausland in Deutschland. Ja. Wo? Star Club. Wo? In Hamburg. Ja, in Hamburg, gut. Im Star Club. Ne? Ja. Im Star Club in Hamburg, gut, einiges. Welcher von den Beatles spielte den Bass? Also jetzt ist das ja so ein Apparat, den man so quer trägt. Also. George Harrison? Ja, wollte ich hoffen, ja. Nein, Paul McCartney. Aber dann sind Sie völlig einig sich mit diesen. Und die letzte Frage, wie hieß der Manager der Beatles? Der war damals ganz berühmt, der war erst am Anfang berühmter als die Beatles. Brian Epstein. Bitte? Brian Epstein. Brian Epstein, den wissen Sie doch wieder. Gut, danke schön. Das hat ja noch prima geklappt, das reicht auf alle Fälle für Manschettenknöpfe. Danke. 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 Danke fürs Kommen, danke schön. Und jetzt wird es natürlich ganz spannend. Jetzt... Ich schüttle sich schon vorher die Hände, damit es ja keinen Krach gibt. Die Dame hat bei uns, und wir wollen das jetzt nach 35 Jahren nicht ändern, den Vortritt zu sagen, ob sie gleich zum Stühlchen möchte oder später. Was möchten Sie? Das macht nichts. Ja, ich kann mal anfangen. Wann wollen Sie anfangen? Bitte. Bitte. Sie warten einen Moment. Bitte schön. Er kommt ja wieder. Er kommt ja wieder. Frau Jakob, so natürlich drei nicht ganz leichte Fragen. Aber es ist ja auch eine ganze Menge Kleingeld. So. Das nochmal genießen. Sehr schön. Um Scheinwerfer zu stehen. Wie fühlen Sie sich? Gut, ne? Ja, sehr gut. Prima, wenn man die Leute alle nicht sieht. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint, haben Sie vollkommen recht. Ja. Und in Griechenland, wo die Sonne scheint, wurde jetzt das Olympische Feuer für die Winterspiele 1988 entzündet. Und wo finden diese Winterspiele statt? In Korea, in Seoul. Die Winterspiele? Das sind Sommerspiele. Und wo ist die Winterspiele? Müssen wir was tun für die Winterspiele. Ich merke schon so. Ja. Die Leute wissen ja gar nicht, wo sie hinfahren sollen zu den Winterspielen. Ich weiß es leider nicht. Nein. In Calgary, in Kanada. Oh, in Kanada. Ne? Ja. Hm.
Der Börsensturz der letzten Wochen wird oft mit einem wirtschaftlichen Desaster in den 20er Jahren, mit dem Schwarzen Freitag, verglichen. Ja. Sie kennen den Schwarzen Freitag. Ja. Wann war der? In welchem Jahr? 1929. Malen Sie nicht schon wieder einen an die Wand. Heute vor 293 Jahren, heute, am 21.11.1694, wurde in Paris der Schriftsteller François-Marie Arouet geboren. Unter welchem Pseudonym wurde er weltberühmt? Wie viele Jahre war das? Vor wie lange? 1694. Am 21. November, heute, darum fragen wir. Eine schöne Frage zum Schluss. François-Marie Arouet wurde dort geboren. Ich weiß nicht. Unter dem Namen Voltaire. Ah, oh, Voltaire. Der große Voltaire. Ich danke Ihnen. Er muss ja erst mehr wissen. Ja. Und wir haben ja noch ein paar Stechfragen. Und wir haben ja Zeit. Aber wie ich dieses Schlitzohr kenne, sie hat sich zurückgehalten, Frau Jakobson, weil sie gesagt hat, nein, der Martin ist so ein netter Mensch, dem will ich auch eine Chance geben. Bitte. Wenn Sie mir jetzt die drei Antworten hier um die Ohren hauen, also dann fahre ich überhaupt nicht mehr nach Spanien. So, jetzt geht's los. In Griechenland wurde jetzt das Olympische Feuer für die Winterspiele 1988 entzündet. Winterspiele. Wo finden die statt? Winterspiele 1988. Nächste Olympischen Spiele. Ja, das sind in Calgary, Kanada. Alles ist klar. Moment. Und jetzt, jetzt werde ich pervers. Jetzt will ich wissen, ob das andere auch wissen. Der Börsensturz der letzten Wochen. Ich bin Volkswirtschaftler. Ja, ja, wird oft. Moment, auch noch frech werden. Wird oft verglichen mit einem Desaster aus den früheren Jahren, aus den 20er Jahren. Wann war das? Doch, 1929. Jawohl, richtig. Black Thistle. Wenn er jetzt die dritte auch noch weiß, kriegt er nur die Hälfte. So. Pass auf, jetzt will ich es wissen. Heute vor 293 Jahren, heute, am 21.11.1694, wurde in Paris... 1694. Ja, wurde in Paris... Der Schriftsteller François-Marie Arouet geboren. Unter welchem Pseudonym wurde er weltberühmt? François-Marie Arouet. Können Sie wiederholen, wann er geboren wurde? Geboren? Ja, geboren wurde. Ja, in Paris. Also, am 21.11.1694. Also die Name, die sie verbraucht hat... ist, glaube ich, George Sand. Nein, George Sand, nein. Voltaire! Ach so. Voltaire, ich habe ihn erwischt, ich habe ihn erwischt. Und aber ich gratuliere, Sie haben sehr viel gewusst. Freue mich. So. Sie kriegen Gold. Das reicht für die ganze Familie. Danke Ihnen. Danke schön. Nochmal, Dankeschön, Gratulation. Danke, ist doch viele Pesetas. 8.000 Mark. Wenn ich nicht wechsle. Nicht wechsle. Die Mark ist stark genug. Er wird es nicht in Peseten wechseln. Die Mark ist stark genug, sagt der Volkswirtschaftler. So, meine Damen und Herren. So. Meine Damen und Herren, das war's. Ich habe nur noch einen großen Dank auszusprechen. Zunächst einmal an ein Publikum, das fast 35 Jahre, nämlich 34,5 Jahre,
sich von mir diese Hallenspiele hat gefallen lassen und bis zum Schluss treu geblieben ist. Dafür herzlichen Dank. Und an all den vielen Menschen, ich kann sie nicht aufzählen, die 34 Jahre lang am Regiepult, bei der Beleuchtung, bei der Requisite, in der Redaktion, in der Fahrbereitschaft, überall für unsere Sendung gearbeitet haben. Ihnen allen einen riesengroßen Dank, dass es so lange geklappt hat. Und wenn Sie mich fragen, warum hörst du denn dann auf, kann ich nur sagen, es ist doch gefrevelt, wenn man 35 Jahre an sehr vorderer Stelle das hat machen können und dürfen und das Glück gehabt hat, nicht einmal abzusagen, auch keine Probe, nie krank war, nie irgendwas war, 35 Jahre lang kontinuierlich gesund und Erfolg. Dann muss man doch nicht das Schicksal versuchen und so lange weiterzumachen, bis einer sagt, wer bringt's ihm eigentlich jetzt bei? Irgendwann muss er ja mal aufhören. Und irgendwann muss er. Und das heißt ja nicht, dass Sie mich mehr sehen. Wir sehen uns nachher nach den letzten Nachrichten bei den Nachtgedanken. Also das heißt ja, dass ich aufhöre. Das möchte ich nämlich extra sagen, das ist schon beinahe berufsschädigend, wie ich in den letzten Wochen mein Begräbnis immer geläutet, ein- und ausgeläutet. Ich habe mich darüber riesig gefreut, aber ich mache ja weiter. Es gibt ja noch mal andere Sachen. Man muss ja nicht immer in der Halle rumrennen. Man wird ja auch älter, die Füße, nicht immer diese riesen Wege. Da gibt es ja Jünger, die sitzen den ganzen Abend bei so einer Sendung. Also ich höre ja nicht auf. Ich höre auf mit diesem. Ist klar. Und jetzt habe ich etwas, möchte ich noch tun am Schluss, was ich noch nie getan habe. Ich will jetzt auch eine Schallplatte hinhalten. Fürchten Sie nichts. Goodbye, Coolie in Gold. Fürchten Sie nichts. Ich habe nicht gesungen. Es sind in 35 Jahren eine Menge Stars bei uns aufgetreten. Ob jetzt Anneliese Rothenberg oder die Hallstein, Hermann Prey, Freddie Quinn, Mai, Alexander, Udo Jürgens, Rudolf Schock, Domingo, und also ganze kann sie gar nicht alle aufzählen. Und die waren alle so nett und haben gesagt, jawohl, auf die Platte, gut, bei Gudi kommen wir mit drauf, wenn er das möchte oder wenn man das möchte. Mir hat man damit einen Wunsch erfüllt. Ich habe nämlich was von der Platte. Jetzt kommt der Pferdefuß, bevor Sie es merken. An jeder Platte, das ist ja so üblich, deswegen ist sie gemacht, kriegt 2 Mark, nein, ich nicht, nein. Kriegt 2 Mark die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und es ist den Letzten inzwischen schon klar geworden. Es ist den Letzten inzwischen klar, ich segel doch so gerne. Und ich bin so vermessen, als Bremer auch auf das Meer hinaus zu segeln. Auch mit garantiertem Außersichtkommen des Landes. Und das Wetter ist tückisch und ich warne jeden, er soll sich vorher noch ein bisschen mit beschäftigen, bevor er das macht. Aber jedem kann mal etwas passieren und ich baue davor, diese Gesellschaft zur Rettung Schiffe ernährt sich nämlich selber und kriegt vom Papa Staat nicht eine müde Mark und ist darauf mit Recht sehr stolz. Und wir können stolz sein, dass immer wieder Bürger finden, die kleinen Schiffchen füllen, denn so ein Dampfer kostet viele, viele Millionen heute. Und die Arbeit auf dem ist nicht immer ein Vergnügen, aber es ist eine Pflicht, die die Menschen gerne ausführen. Und sie haben schon im Laufe der Jahrhunderte, diese Rettungskräfte gibt es schon lange, mit Ruderbooten, mit Segelbooten, heute mit den modernsten Rettungskräften, Tausende von Menschen das Leben gerettet. Und man kann ja nie wissen, und was Gott verhüten möge, dass ich auch mal in Seenot gerate, dann habe ich doch wenigstens schon ein bisschen was abbezahlt von der Bergung. Und ich würde mich freuen, wenn Sie für die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger diese Platte erwerben würden. Ich danke Ihnen nochmals für alles und ich hoffe auf ein gesundes, frohes Wiedersehen. Guten Abend, gute Nacht. Dankeschön. Wir sehen uns noch. Dankeschön. Jetzt kommen wir einfach.
Ihr seid doch. Ich hab. Was wollt ihr denn jetzt machen? Was wollt ihr denn jetzt machen? Singen? Ihr klappt ja nur noch für die Kamera. Das war gut.